Internetvorlesung von Tonge. Einführung. Stelle man sich eine Situation vor, in welcher sich die Kategorien der Sinne nicht mehr deutlich trennen lassen. Wir hören, was wir sehen, wir schmecken, was wir fühlen. Ein neues System an Orientierungsmöglichkeiten erschafft sich aus der Not der Unübersichtlichkeit. Bei zum Beispiel zu hohen tieffrequenten Schalldruck erleben wir eine Körperlichkeit, welche fast haptisch anmutet. So gibt es Experimente mit Mikrofonen, welche den tiefen Klang von Gongs abnehmen und diesen mittels guten Lautsprechern mehrkanalig in den Raum spielen. Hierbei kann die Klangabnahme so geordnet werden, dass die zweite Schallquelle des Lautsprechers nicht eindeutig als zentraler Stimulus wahrgenommen wird. Das Phänomen bleibt in der Raumakustik hängen und vermittelt uns den Eindruck einer sichtbaren Masse, die unsere Ohren greifen, ja imaginär sehen lässt. Die klassische Kategorisierung der Bereiche bildende Kunst und Experimentalmusik trennt die genannten Gebiete in die unterschiedlich zu erfahrenden Welten. Die Welt der Kunst als die Welt des Sehens, die visuelle Welt, die Welt der Musik als die Welt des Hörens oder die auditive Welt. Weshalb wird auf diese Einteilung so explizit hingewiesen? Aufgrund der kognitiven Theorie nach Kelly entwickelt der individuelle Mensch seine eigene Wahrnehmung in der ihn umgebenden Welt und strukturiert sich so sein individuelles inneres Bild von dieser. Der Prozess der Kategorisierung erfolgt in jedem Zeitalter der Menschheitsgeschichte neu. Das heißt, wir interpretieren unsere Umwelt und strukturieren unsere Eindrücke dieser Umgebung im psychischen Apparat. Diese individuelle Einteilung unserer Eindrücke bestimmt unser Verhalten. Erst durch die Möglichkeit einer scheinbaren, für das Individuum schlüssigen Vorhersage gewinnt die subjektive Theorie der uns umgebenden Welt an Bedeutung. Wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich Musik als ein Mittel zur Spannungsreduktion einsetzen kann und diese auch wahrscheinlich oft spannungsreduzierend wirkt, gibt mir dies eine Sicherheit für die Vorhersage in zukünftigen Stressmomenten auf das stressreduzierende Potenzial der Musik. Das psychologische Moment der scheinbaren Kontrolle kann als ein Schlüssel zur Vorhersagbarkeit gesehen werden, was zusätzlich spannungsmindernd wirkt. Am Beispiel der bildenden Kunst und Musik möchte ich eine neu zu ordnende Kategorisierung theoretisieren und praktizieren. Meine persönliche Genese und Sichtweise soll auch hier als qualitatives Material dieses Versuches der neuen Perzeption auf Kunst und Musik unterstützend wirken. Mein Ziel und die damit einhergehende Verdachtshypothese lautet, bildende Kunst und Experimentalmusik im 21. Jahrhundert können nicht mehr als rein getrennte Kategorien aufgefasst werden. Die Fachbereiche der Kunst oder der Musik auf entsprechenden Hochschulen pflegen meist noch einen konservativen Gedanken einer reinen Bild- oder Tonwelt. Die Sichtweise der reinen Ton- oder Bildwelt ist wichtig, um im Konzentrat einer künstlerischen Ausbildung die jeweilige Geschichte, Systematik und Technik zu erlernen. Die von mir geforderte Systematik aus beiden Fachbereichen bleibt entweder wegen Ignoranz oder zu oberflächlicher Betrachtung der anderen Disziplin aus. Genau an diesem Punkt setzt aber mein Versuch von Synthese von Kunst und Musik ein. Klären möchte ich erwähnen, dass bei dem Versuch einer Synthese der beiden Fachgebiete ein Ausbildungsstand erreicht sein muss, der die beiden Bereiche in hoher Qualität reflektiert haben muss. Mein bisheriger Ausbildungsweg und damit verbundene künstlerische Arbeit sollen den Grundstein für diesen Versuch bilden. In dieser Arbeit werden Texte aus meiner Studienzeit eingearbeitet, die offensichtlich einen Teil der subjektiven Theorie und kognitiven Kategorisierungsprozess hinsichtlich der Genese im Zug der Synthese von bildender Kunst und Musik ergeben. Die Ausbildung in den Fachrichtungen Kunst oder Musik erfolgt durch die Abgrenzung und Konzentration auf die entsprechenden Studiengebiete. So ist es in der Musik sehr wichtig, die Übung Gehörbildung zu nennen. Erst wenn der Student in der Lage ist, einzelne Bausteine wie Akkorde, Melodien, Formen und übergreifende musikalische Strukturen zu erkennen, wird er zu seiner Musik finden. Es ist mir wichtig, den Bereich einer sinnvollen Abgrenzung auf ein Studiengebiet zu erwähnen, da nur auf dieser Basis Studien in Kunst und Musik im Syntheseversuch gestartet werden können. Es gibt immer wieder Versuche der Synthese von Kunst und Musik als ein Gesamtkunstwerk, die eine mangelnde Reflexion und keinen Werkaufbau erkennen lassen. Die Musik wird manchmal nur noch als eine Art hübsche Unterstützung zu dem visuellen Erfahren, der ja auch oft noch im urheberrechtlich strafbaren Sinne angeeignet ist. Man kann diesen, in Anführungszeichen, kompositorischen Versuchen keine langjährige Auseinandersetzung mit dem Thema der Musikgeschichte erkennen. Schwer betroffen von dieser Geschichtslosigkeit ist der Bereich der elektronischen Musik, der wegen schneller technischer Entwicklung nicht mehr die Mühen des Schneidens an Tonbandmaschinen nötig macht. So können aus dem Internet Effektmodule und so weiter heruntergeladen werden, ohne eine bestimmte Klangvorstellung eines unreifen Musikmachens damit unterstützen. Gerade durch das Unwissen im Bereich der Musikgeschichte kommt ein völlig neues Musikweltbild zum Tragen. Man braucht nur noch die entsprechende Musiksoftware und kann dann kompositorisch loslegen,
ohne zu wissen, dass jene Software auf Grundlagen kompositorischer Erkenntnisse von 20 bis 30 Jahren arbeiten. Man fühlt sich als Avantgarde. Das gleiche Erkenntnis lässt sich auf das Geschichtsbewusstsein der bildenden Kunst anwenden. Und erst durch die Studien in den Fächern Kunst und Musik wird ein Bewusstsein von Unbewussten geschaffen. Man kann nach einer Weile die Charakteristik, naja, man kann sagen zum Beispiel, so werden nach einem intensiven Gehörbildungsübungen die Alltagsgeräusche anders wahrgenommen. Ich rede jetzt nicht von klassischer Gehörbildung in dem Sinne einer tonalen Funktionslehre aus der Harmonielehre, sondern bestimmte Charakteristika von eben bestimmten Stoffen wie Metall, Stein und deren Obertonstruktur, die eben diese Klangcharakteristika ausmachen. Nun, so werden die Theorien von Sigmund Freud über das Unbewusste in die Studien integriert, der da schreibt, unbewusste Prozesse, normalerweise nicht bewusste psychische Prozesse, die aber durch bestimmte Techniken bei schöpferischer Arbeit den Hintergrund bilden, auf dem sich vielleicht Neues aufbauen lässt und somit den prozessualen Fortgang der Kunstmusikgeschichte fördern. Die kognitive Einteilung der Fachrichtung Kunstmusik mit dem jeweiligen historischen Hintergrund, Kontext, kann auch vielleicht eine neue Kategorie der geschichtlichen Betrachtung von Kunst und Musik als Synthese bilden. Hierzu gibt es Bilder, die kann man dann in dieser Vorlesung auch nachschlagen. Nun, zur Geschichte der elektronischen Musik, der experimentellen Musik. Der Begriff der elektronischen Musik wird für viele heutzutage als populäre Bezeichnung für verschiedene Dinge gekennzeichnet. Also wird die gesamte unterhaltende Musik wie Techno, House und so weiter als elektronische Musik bezeichnet. In dieser Arbeit steht aber die experimentelle Musik im Vordergrund, die mit elektronischen Mitteln versucht, neue Grenzen der Musikwahrnehmung aufzuzeigen. Experimentell ist darin das Wagnis zu sehen, die Grenzen einer kollektiven Musikauffassung und dessen Werte in Frage zu stellen. Laut DGB-Lexikon, relativ Standardding, ist das Experimentelle oder das Experiment folgendermaßen definiert. Das Experiment, lateinisch, Versuch, wie regelt das Verfahren, das für Naturvorgänge künstliche Bedingungen herstellt, damit sie genau beobachtet und ergründet werden können. Das Experiment zum Drang, zum Teil auch in die Geisteswissenschaften, Klammer experimentelle Musik, experimentelle Psychologie ein. Dieses Zitat ist aus dem Jahr 1963, sie dient nur der kategorialen Einordnung, da es eben diese Zeit der Entstehung der experimentellen bzw. elektronischen Musik kennzeichnet. Wie auch später werde ich dann auf Karl-Heinz Stockhausen und dessen erste Versuche eingehen. Es gibt auch weiterhin vorher schon gewisse Möglichkeiten, mit dem Orchesterapparat in ähnliche Strukturen vorzudringen. Nun, es gibt weitere Bezeichnungen, die hier aufgeführt werden, als Experiment, als Versuch, als ein gewagtes Unternehmen. Im 17. Jahrhundert Experimentum, Versuchprobe, entlehnt aus Experirie, Versuche und so weiter. Man kann das im Einzelnen nachlesen. Nach Francis Bacon ist die Gesuchserfahrung von der Zufälligkeit im Zusammenhang mit der experimentellen Betrachtung oder Beobachtung zu erwähnen. Die subjektive Erforschung, das Subjekt erforscht die umgebende Naturwelt und beobachtet den zu erforschenden Sachverhalt durch methodische Eingriffe in den Naturprozess. In Novum Organum schreibt Bacon 1620 Restat experimentata mera quae, securat casus sequestratit experimentandum nominatur und versucht seine Erfahrungen, Erkenntnisse induktiv zu folgen, zu vermehren. Daraus folgt im 18. und 19. Jahrhundert die Forderung, das Experiment durch insbesondere naturwissenschaftliche Praxis und Theorie, das heißt durch die Wiederholbarkeit, Reproduzierbarkeit, durch welche das Prinzip in ihrer Eindeutigkeit der Erkenntnisgewinnung justiert werde, es soll gemessen werden, eben was gesucht ist. Erst in der Wiederholung zeigt sich die Versuchsanordnung, ob das Gesuchte methodisch erfasst wird. Ein Prinzip, das bis heute Anwendung findet in Natur- und Geisteswissenschaften. Der Musikwissenschaftler Blumröder beschreibt in seinem Text zur experimentellen Musik auch die Gegentendenz zur Entwicklung des naturwissenschaftlich definierten Experiments für die Kunst an Wagner auf. Der Komponist Richard Wagner setzt sich gegen den zeitgemäßen, man denkt so um 1851, Einfluss naturwissenschaftlicher Verfahren auf die Komposition, auf die Ästhetik aus. Oper und Drama, gesammelte Schriften, Einzelnes kann man nachlesen. Wer in Mozart den experimentellen Musiker erfahren will, so Wagner, der von einem Versuche zum anderen sich wendet, um zum Beispiel das Problem der Oper zu lösen, der kann diesen Irrtum um ihn aufwiegen, nur auf der anderen Seite stellen, dass er zum Beispiel Mendelssohn, wenn nach und nach sich annähernd der Oper zuwandt, Naivität zuspreche. Der naive, wirklich begeisterte Künstler stürzt sich mit enthusiastischer Sorglosigkeit in sein Kunstwerk und erst wenn dies fertig ist, wenn es in seiner Wirklichkeit sich ihm darstellt, gewinnt er aus Erfahrung die echte Kraft der Reflexion. Von Mozart ist mit Bezug auf seine Laufbahn als Opernkomponist nichts charakteristischer als die unbesorgte Wahllosigkeit, mit der er sich an seine Arbeiten machte. Gegenüber der ablehnenden Haltung Wagners
gegenüber des Experiments in Bezug zur Kunst schreibt der Musikwissenschaftler Reismann 1877, dass der geschichtlichen Genese, insbesondere der musikalischen Geschichte, einen experimentellen Status zu. Er wendet sich hiermit gegen die hegelianische dialektische Geschichtsauffassung eines sich bewusst werdenden Wesens. Für Reismann zeigt sich die Musikgeschichte in einer Analogie zur Geschichte der experimentellen Physik. Nach einer Geschichtsschreibung zeigt sich der experimentelle Charakter in der Hinführung der Musik der Antike bis zu ihrer Vollendung in der Klassik als einen gelungenen Versuch, eine Musik zu schaffen, die das Ideal der Klassik vor Augen bzw. Ohren hatte. Nichts Unnötiges mehr in der Klassik. Erst der Romantik bezeichnet Reismann als eine nicht neu zu schaffende, sondern auflösend zersetzende Tonkunst, weil sie rein sinnlich wirkende Seite des Klanges stärker berücksichtigt, mehr nervenreizende Effekte als künstliche Formen zu gewinnen trachtet. Zunehmender Einfluss zeigt sich in der Übernahme von physikalisch-naturwissenschaftlicher Methodik auf die Musikästhetik mit dem 1863 erschienenen Buch von Helmholtz, die Lehre von der Tonempfindung als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik, erschienen in Braunschweig. Dort schreibt er, die Grenzgebiete von Wissenschaft zu gewinnen, welche, obgleich durch viele Beziehungen aufeinander angewiesene, bisher doch ziemlich getrennt voneinander gestanden haben. Die Grenzgebiete nämlich einerseits physikalisch, physiologische Akustik, andererseits der Musikwissenschaft und Ästhetik. Diese Entwicklung beschreibt die Blumenbrüder als Möglichkeit für die interdisziplinäre Dialektik von Geist und Naturwissenschaften zur Synthese einer experimentellen musikpsychologischen Wissenschaft. Schon seit 1651 im Zusammenhang mit der von Francis Bacon formulierten Zusammenführung von Naturwissenschaften und Philosophie entwickelte sich die Bezeichnung der Experimentalphilosophie, welche im 19. Jahrhundert durch Friedrich Nietzsche wieder aufgenommen im Sinne einer Lust am Versuchen, sich des Experimentes in einem neuen, vielleicht gefährlichen Sinne zu verändern. In seiner Schrift Jenseits von Gut und Böse von 1886 beschreibt Nietzsche die Möglichkeit der Experimentalphilosophie für ein weniger entfremdtes, durch Theologie verfremdetes Modell einer Sicht zugunsten einer eher artistischen Weltbetrachtung. Eine solche Experimentalphilosophie, wie ich sie lebe, nimmt versuchsweise selbst die Möglichkeit des grundsätzlichen Nihilismus vorweg. Die sich ankündigende Konzentrierung auf den Ausdrucksgehalt im poetischen Sinne führt nach Blumenbrüder. Die sich ankündigende sprachliche Konzentrierung auf den Ausdrucksgehalt im poetischen Sinne führt nach Blumenbrüders Beschreibungen am Beispiel von Friedrich Nietzsche zur experimentellen Literatur der 1950er und folgende. In diesen künstlerischen Texten, Poesien, wurden beispielsweise experimentell kombinatorische Verfahrensweisen angewandt, die den Formgehalt über den Sinngehalt der symbolischen Wirklichkeit des Wortes stellen. Das Wort wurde reines Material, welches den semantischen Gehalt unberücksichtigt ließ. Methodisches Schreiben bewusste Poesie in gewisser Gefeindschaft zur Außenwelt des Wortes ist der Sinn eines jeden poetischen Algorithmus und eines Stilmerkmals der experimentellen Schreibweise. Typische Vertreter J. Becker, Betzel, Bomminger, Heißenbüttel, Jan Löwen, Heidegger, Mohnrühm und so weiter, kann man dann nachlesen. Der Musikwissenschaftler Walter Giesler schreibt 1975 der experimentellen Musik ihre Bedeutung aufgrund der Novitäten im Bereich der elektronischen Klangerzeugung zu. In den Kompositionen des 20. Jahrhunderts, so ein Zitat 1975, das Experiment bestimmt weitestgehend die Musik der 60er Jahre. Ob es sich um Probleme der offenen Form handelt, Prozesscharakter der Musik als Beispiel oder Integration des Zufalls, man denkt hier an Cage, oder um das Erfinden neuer Klangerzeuger und Spieltechniken, die werden aufgeführt. Maurizio Carvels musikalisches und instrumentales Theater oder die Collagetechnik von Bernd Alois Zimmermann, um Anregungen aus dem visuellen Bereich, also die sogenannte Multimedia-Kunst, ergeben. Von der elektronischen Musik her beeinflusst, gibt es einen ganzen neuen Katalog von Möglichkeiten, die Verbindung elektronischer und instrumentaler Musik der freien Improvisation eines Ensembles mit Rückkopplung auf elektrisch transformierten Klang der sogenannten Live-Elektronik, der Veränderung eines stehenden Klanges durch Addition oder Substraktion der Teiltöne, die unendliche Ausdehnung eines einzelnen Klanges, wie auch umgekehrt die elektronisch mögliche zeitliche Raffung eines musikalischen Ablaufs auf einen Punktklang, die Beherrschung der kontinuierlichen dynamischen Skala von extrem leise zu extrem laut und den Raum als zusätzlichen Parameter der Komposition. Aufzählung stammt von Stockhausen, wurde aus Texte zur Musik 1963 bis 70 als Zitat verwendet, kann man dort nachlesen. Wenn man diese Definition auf die Anfänge der experimentellen elektronischen Musik anwendet, kann man Parallelen in der kategorialen Auffassung feststellen. Durch die Zweckentfremdung der Nachrichtentechnik. Der Radiosender um 1950
durch die Zweckentfremdung der Nachrichtentechnik der Radiosender um 1950 konnte man eine kontrollierte Situation für die Entstehung einer neuen Ästhetik schaffen. Das planmäßige Schneiden am Tonband zur Aufzeichnung und das kontrollierte Wagnis von Frequenzmischung wurden durch die musikalische Ästhetik umdefiniert und diese Radioapparaturen in neuer ästhetischer Weise verwendet. Dann denke ich an den Sinusgenerator, wie ihn Stockhausen erstmals auf ästhetische Weise, kompositorische Weise verwendet hat. Diesen Weg gingen in den 1950er Jahren einige Pioniere der elektrischen Musik, ich spreche nicht von der elektronischen Musik, welche dann eben das digitale Zeitalter einleitet, was aber in den 1950er noch nicht der Fall war. Man denke ich an analoge Synthesizer, da zieht man ja den Strom quasi durch die einzelnen Oszillatoren und Beeinflussungsbereiche durch elektrische Schaltungen fließen. Daher die Bezeichnung elektrische Musik. Namen wie Herbert Almert und Karl Heinz Stockhausen sind hier zu nennen, wie schon genannt. In der Literatur sind die Anfänge der Kölner elektronische Musik im Jahr 1949 zu verzeichnen. Dort wird geschrieben, auf der Tonmeistertagung im Detmold 1949 tauchten Robert Bayer und Werner Meyer-Eppler ihre Erfahrung aus. Dort entsprang die Idee für die internationalen Ferienkurse für neue Musik in Darmstadt über Vorträge elektronische Musik vorzubereiten. Hier in Darmstadt begegneten sich Bayer, Meyer-Eppler und Almert. Almert wohnte neben Edgar Varese, Karl-Heinz Stockhausen unter anderem und diese Vorträge wurden auch entsprechend nah vorgetragen, man hörte sich gegenseitig zu. Man begann sich für die Sache zu interessieren. So wurde das Thema der elektronischen Musik auch in den Ferienkursen wahrgenommen, diesmal unter dem Titel Musik und Technik. Herbert Almert sprach über die Musik in Grenzsituationen, Robert Bayer über die Bedeutung der elektronischen Klangerzeuger für die kommende Entwicklung der Musik und das Raumproblem der elektronischen Musik. Innerhalb der Tage 1951 stellte Meyer-Eppler die ersten Modelle von synthetischen Klängen vor, die mithilfe eines Bode-Melokorps und eines AEG-Magnetophons hergestellt wurden. Verzeichnung im Literaturverzeichnis dieser genannten Vorlesung. Die Zweckentfremdung von Nachrichtentechnikapparaturen für musikalische Zwecke bedeutet die Geburt der elektrischen Musik. Ich sage bewusst nicht elektronisch, um es hier zu wiederholen, da das binäre digitale Speicherprinzip der heutigen Computer, also ja, 2008, 2009, nicht erfunden war. Vielmehr war die Erfindung der Technik der Spannungssteuerung ein Meilenstein für die Entwicklung der ersten bewussten Apparaturen für die elektrische Musik. Der Synthesizer, ein elektronisches Instrument, mit dem man kontrollierte Frequenzmodulation durchführen konnte, also als dessen Fortführung der elektrischen Form. Was bedeutet das? Was ist eine Frequenzmodulation und was wurde daraus in der späteren digitalen Klangsynthese? Jeder Klang, ob natürlich oder elektrisch produziert, zeigt sich als Wellenform im Medium Luft. Und die jeweilige Eigenschaft ist zum Beispiel die Frequenzhöhe, wie hoch ein Klang eben ist, die Tonhöhe. So kann der Mensch einen bestimmten Ausschnitt des Frequenzbereiches hören. Dies umfasst ungefähr von 30 Hertz bis 20 Kilohertz. Diese Schwankung in der Hörbreite im genannten Frequenzbereich ist abhängig von individuell menschlichen Faktoren, wie zum Beispiel das Alter. Man weiß ja von Kindern, Babys, die viel höhere Frequenzen hören können, wie eben im Alter, wo es weiter zurücknimmt und eher die tiefen Frequenzen wahrgenommen werden und die hören eben nicht mehr. Jeder weiß, mit zunehmendem Alter verliert das Gehör an der Fähigkeit, insbesondere hohe Frequenzanteile zu hören. Die Frequenz des oben angesprochenen Sinustones kann mittels einer anderen Frequenz verändert, heißt moduliert werden. Diese Modulationsfrequenz ist oft über den Hörbereich von 18 bis 20 kHz. Also diese Modulationsfrequenz kann auch zum Beispiel 35 kHz sein, das heißt, man kann sie nicht hören, diese hat aber Einfluss als Modulationsfrequenz auf den hörbaren Frequenzbereich. Diese recht hohe Frequenz nimmt Einfluss auf die Eigenschaft des zum Beispiel Sinustones. Man weiß allerdings, dass ein Sinuston kaum Eigenschaften für den Klang enthält, er ist also rein, außer seiner spezifischen Eigenfrequenz. Als Modulationsfrequenz 95 kHz stellt man sich vor, 95 kHz als dessen gleiche Eigenschaft und sonst nichts, der reine Sinuston. Wenn auch nicht hörbar. In dem Falle. Die Eigenschaft des Klanges kann mit unterschiedlichen Obertonstrukturen, was sich zum Beispiel in der unterschiedlichen Form von Blech- und Holzbläsern erklärt. Die Obertonstruktur ist ein in der Natur vorkommendes Phänomen. Man kennt sich zum Beispiel bei Kirchenglocken, die eine eigene Grundfrequenz besitzen, darüber hinaus aber bei genauerem Hinhören auch weitere Töne, Frequenzen, gleich Obertöne, daraus bestehen als deren Teiltöne. Diese Eigenschaft dieser Glocke kann man in Zahlen werden von einfachen Teilungen dieser Frequenz, sagen wir von 1 bis 16, ausdrücken. Das geht aber auch weit darüber hinaus. Diese sind aber klar zu erkennen. Die 1 steht für den Grundton, die 2 für die Oktave darüber, über den Grundton, die 3 die Quinte dann wieder, weiter hoch gerechnet über die Oktave, die Quinte, die 4 die Quarte, die 5 die große Terz, die 6 die kleine Terz, die 7 die kleine Terz, die 8 große Sekunde, damit wären wir wieder in der 3. oberen Oktave, die große Sekunde darüber, das wäre dann die von C aus gedacht als D, die große Sekunde, 11, Halbton 12, 13 Sekunde, 14 Sekunde und so weiter.
im 16. Oberton trifft sich dann wieder fast die das vierte C über dem Grundton als C gedacht oder unter welchem Grundton die Glocke eben gestimmt sein mag. Ja, die Intervalle sind allerdings nicht in temperierter Stimmung zu theoretisieren, sondern zeigen sich zum Beispiel in der reinen Terz oder Quinte oder Septe und deren Abweichung zu dieser. Man kann das jetzt aufschlüsseln auf der Tonhöhe C0, bezogen ergeben sich die Zuordnung 1C, 2C, 3G, 4G und so weiter. Das kann man nach, das brauche ich nicht vorlesen. Man kann sich hier mit der Obertontheorie in jedem Physik- oder musikalischen Musiktheoriebuch beschäftigen. Es ist auch noch zu erwähnen, dass natürlich über den 16. Oberton es immer weiter hinausgeht. Darüber hinaus geht die Obertonreihe in das Unendliche, nach immer dem gleichen natürlichen Teilungsprinzip, wobei die Teilungsbreiten kontinuierlich kleiner werden. Mit Breiten meine ich die Intervalle der einzelnen Tonabstände der Frequenzen in ihrer Tonhöhe. Die Eigenschaft des Klanges wird durch die Addition oder Subtraktion ihrer Teil- oder Obertöne moduliert. Die Veränderung der hörbaren Frequenzen durch eine nicht hörbare Modulationsfrequenz ist das Grundprinzip aller analogen und später digitalen Synthesizer, die die Klangsynthese auf hochkomplexe Additions- und Subtraktionsmethoden für x-beliebige, das heißt rechner- und speicherabhängige Frequenzen anwendet, im digitalen Bereich wohlgemerkt. Als Zitat: unter Modulation versteht man in der Akustik die Veränderung der physikalischen Bestimmungsgröße einer Schwingung wie die Frequenz, der Amplitude oder der Phasenlage. Den Veränderungen entsprechend wird das wahrgenommene Klangresultat beeinflusst. Die Frequenzmodulation eines Schallsignals verändert seine Tonhöhe, die Amplitudenmodulation seine Lautstärke. Modulation werden in der elektronischen Musik mit Hilfe unterschiedlicher Schaltungen realisiert. Die Klangerzeugung im analogen Synthesizer erfolgt über sogenannte Oszillatoren, die aus einem Kondensator und einer Spule bestehen, zwischen denen Elektronen in bestimmten Frequenzen schwingen können. Das Prinzip der kontrollierten Spannungssteuerung ermöglicht eine echte Modulation. Das bedeutet, der Strom besteht aus Elektronen und fließt im Gerät durch genannte Einflussbereiche und verändert seine physikalische Zusammensetzung. Der natürliche elektrische Klang kann sich in voller Obertonzusammensetzung entfalten. Im Zeitalter der Digitaltechnik werden solche elektrischen Prozesse nur noch durch Algorithmen simuliert. Das Problem zeigt sich in der Begrenztheit des binären Zahlensystems von 0 und 1, welche Strom an, Strom aus bedeuten. Genauer gesagt eine Folge von elektrischen Impulsen, welche zu ein- und ausgeschalteten Gleichspannungszuständen kommen oder diese erfahren. Das an sich reichhaltige akustische Signal wird in ein digitales System gepresst, um beispielsweise alle erdenklichen Effekte wie Hall, Tonhöhen, Dauermodulation usw. zu berechnen. Der Klang kann mathematisch auf ein Koordinatensystem abgebildet werden und durch eine X- und Y-Achse als Amplitudenachse aus visualisiert werden, um diese dann davon abzuleiten. Man denkt an Fx, F' von X und so weiter. Die Ableitung dessen, die Konkretion und dessen Abstraktion. In einer Kurve zeigen sich unendlich viele Einzelwerte des Klanges, die, und das ist das Entscheidende, nicht alle im digitalen System abgebildet werden. Wie gerade schon erklärt, wurde im analogen Synthesizer als elektrische Form der Klangbeeinflussung alle Obertonanteile berücksichtigt, während im digitalen da einige übersprungen werden. Dazu kann ich nur sagen, später mehr. Ich verweise auf das Problem unvollkommener Integralisierung und Mittelwertbildung in unteren Kapiteln. Ganz persönlich arbeite ich ungern mit digitalen Rechenapparaturen für die Klangmodulation, da bei nachfolgendem Anhören der Klang die Musik anders klingt, als es bei hauptsächlich analoger Technik gewohnt bin. Die Fülle des Klanges erscheint abgemagert und ein teilweise fieses Rauschen ist zu bemerken. Teilweise weist das digitale Prinzip neben der unvollkommenen Klangdarstellung eben diese Störfrequenzen auf. Durch die Digitalisierung heißt Quantisierung entstehen Frequenzen und dies zeigt sich als Störfrequenz am rechnerischen Grenzbereich. Bei einer CD wäre es da zum Beispiel die 44,1 kHz, die Auflösungsfrequenz. Diese nicht hörbare Frequenz zeigt sich im transponiert gerechneten Bereich als störendes Rauschen. Hans-Ulrich Humpert, ehemaliger Leiter des Kölner Studios für elektronische Musik der Musikhochschule Köln, schreibt hierzu: Elektronische Musik ist als Begriff in den annähernd 30 Jahren nach und nach auf Kompositionen erweitert worden, die nicht ursprünglich zu ihr gezählt wurden. Um 1950 begann man in Köln als elektronisch zu bezeichnen, Musik als elektronisch zu bezeichnen, deren Klang ausschließlich von elektronischen Generatoren und auf elektronischen, das heißt elektroakustischen Wege bearbeitet wurden. Es verwundert nicht,
dass durch diese, es verwundert nicht, dass durch diesen elektrifizierten Kontext die Begriffe der elektronischen Musik, wie zum Beispiel Parametermodulationsfrequenz oder Spannungssteuerung, allesamt der Elektrotechnik oder der Physik entstanden. So kann man in der Produktion eines Sinustones einen für die bisherigen instrumentale Musik untypischen Klang erzeugen. Das Spezifische des Sinustones liegt in seiner Obertonfreiheit, wie schon erklärt. Er hat keine typische Klangfarbe, wie zum Beispiel eine Holzbläser oder ein Klavier. Seine Objektivität durch den physikalisch erzeugten Klang steht im Gegensatz zur subjektiven Haltung des Komponisten. Diesen Umstand versuchen die Urväter der elektronischen Musik mit der seriellen Methode zu umgehen. Ausgehend von der Musikgeschichte der 1930er und 40er versuchen sie eine Weiterentwicklung des Weberschen Denkens. In der bildenden Kunst weiß man um den Versuch der Bauhauspioniere. Genannt seien hier die Fugenbilder. In dem Seriellen kommt meines Erachtens der erste Versuch zustande, die bis dato der Elektrotechnik zugeordnete Apparatur Humanität einzuhauchen. Ein, finde ich, sehr wesentlicher Schritt. Der Schritt einer seriellen Produktion mit hoher Kontrollwahrscheinlichkeit. Das Tonband kann millimetergenau geschnitten werden. Steht allerdings alles noch im Schatten einer physikalischen Methodik. Humpert schreibt dem Sinuston eine Klangfarbe zu. Also jenseits dieser obertonfreien Komponente wird hier entgegen beschrieben, der Ton ist in der traditionellen Musik für sich alleine nicht vorkommende obertonfreie reine Ton oder Sinuston, auf den sich alle Klangerscheinungen zurückführen lassen. Weder seine objektive noch auf dem Wege von der Tonquelle zum Ohr hinzutretenden Obertöne, noch seine subjektive im Ohr hinzutretende Obertöne beeinträchtigen seine Eigenschaft als reiner Ton. Diesem Elementarton ist vielfach nachgesagt worden, er habe keine Klangfarben. Farbe. Doch ist bereits früh durch Hermann von Helmholtz und Karl Stumpf darauf hingewiesen worden, dass dieser Sinuston im Unterschied zur Klangfarbe des Obertonspektrums eine Tonfarbe enthält. Die praktische Arbeit im Studio bestätigt diese Einschätzung, schreibt er hierzu. Das individuelle Hören durch die im Zitat angesprochene zusätzliche subjektiv hinzugefügten Obertöne im Ohr bestätigen die alltagspsychologischen Beobachtungen. Mein Nachbar im Konzert hört die Musik anders als ich. Das individuelle Hören durch die im Zitat angesprochene zusätzliche subjektiv hinzugefügten Obertöne im Ohr bestätigt die alltagspsychologische Beobachtung. Mein Nachbar im Konzert hört die Musik anders als ich. In der musikpsychologischen Literatur wird von Milchkühen berichtet, die bei Mozartklängen mehr Milch produzieren, oder von Blumen, die bei lauter Rockmusik langsamer wachsen als bei gleichlautem Heiden. Ein Wissenschaftler stellte daraufhin die Hypothese auf, dass nicht die Kühe oder Blumen eine gewisse Zu- oder Abneigung für bestimmte Musikformen entwickeln, sondern der Mensch, zum Beispiel im Kuhstall oder im Gewächshaus beim Hören der Musik, eben angesprochene zusätzliche Obertöne im Ohr selbst produziert und die wiederum auf die Umwelt abstrahlen und diese so beeinflussen. Diese Erkenntnisse hielten kaum einer statistischen Überprüfung stand, dennoch fand ich die Idee reizvoll und wollte es in diesem Kontext wiedergeben. Weiter. Die Entwicklung der elektronischen Musik ging auch mit der Wahrnehmung der Komponisten der 1960er in der Begrenztheit des instrumentalen Orchesters einher. Man kann die Versuche von Edgar Varèse und dessen blockartige Musikgestaltung in den berühmten Stücken Désert oder Ionisation nennen. Diese Orchester spielen die rhythmisch starren Klangbausteine für die jeweiligen Instrumentalgruppen, was in der Additive aller beteiligten Instrumentalgruppen den Eindruck einer visuellen Musik ergab. Man kann die skulpturartigen Klangblöcke vor dem inneren Auge sehen. Diese Versuche spielten sich in den 1920er ab und beeinflussten nachfolgende Entwicklungen, insbesondere die Entstehung der elektronischen Musik. In einem Vortrag an der University of Southern California forderte Edgar Varèse im Jahr 1939 eine wissenschaftliche Grundlagenforschung physikalischer Gesetzlichkeiten für die musikalische Komposition. Er forderte die Abkehr von der traditionellen Kompositionslehre und verkündete seine Vision eines multifunktionalen elektrischen Klangerzeugers, mit dem beliebige Frequenzskalen, Klangfarbenunterschiede, Lautstärkengrade, Rhythmen und räumliche Projektionen realisiert werden sollten. Ein musikalisches Zukunftsprogramm, das dem empathischen Bekenntnis kulminiert, die wahre und einzige Grundlage jeder Schöpfung sei ein kühnes Experimentieren. Man fragte sich in den 1960ern, inwieweit die kompositorischen Möglichkeiten des Orchesterinstrumentariums ausgereizt waren. Die im angesprochenen ersten Versuche der elektrischen Musik schafften eine Befreiung des tradierten Kompositionsprozesses, da man völlig neue Parameter und Indikatoren in der Komposition mit elektronischen Mitteln erfinden konnte. Karl-Heinz Stockhausen schreibt hierzu: Seit 1951 habe ich in vielen Texten und Vorträgen die großen Veränderungen der musikalischen Notation beschrieben. Die neuen Klangfarbenkompositionen für Stimmen und Werk, für Stimmen und Blasinstrumente und der Klangsynthese im Bereich der elektronischen Musik
stellten für jedes Werk neue Aufgaben, adäquate grafische Darstellungen zu finden. Die Tonhöhenkomposition erweiterte sich auf eine unbegrenzt viele Abweichung vom traditionellen Modi, Halbton- und Vierteltonskalen, sowie auf Textharmonik, Glissandoformen, Spektralbildungen. Schon im Gesang der Jünglinge, das von 1955 wurden 42 verschiedene Tonhöhenskalen verwendet. In Kompositionen für traditionelle Instrumente wie Trompete, Passetto und Flöte habe ich Tonhöhen bis zu 16 Stufen innerhalb einer kleinen Terz notiert. Die Lautstärkenkomposition erweiterte ich mit Zahnskalen bis zu 60 Graden, die weit über die traditionellen 7 italienischen Zeichen von Pianissimo bis Fortissimo hinausgehen. Die Raumkomposition erforderte ständig neue grafische Darstellungen der Richtung, Geschwindigkeiten, Bewegungsbahnen von Klängen im Raum. Die vierkanalige, fünfkanalige und sechskanalige horizontalen Raumkompositionen von Gesang der Jünglinge, Kontakte 1958 bis 60, Hymnen 65 bis 67, Telemusik 66, die achtkanalige Raumprojektion von Sirius 74 bis 77, hat sich in meinen Kompositionen Invasion Explosion von 1990 zu einer oktophonen Projektion mit allen möglichen vertikalen und diagonalen Klangbahnen erweitert. Die unbeschreibliche Differenzierung der Rhythmuskomposition nach ca. 1000 Jahren rhythmischer Notation von den ersten Neumen des gregorianischen Chorals bis zu den kompliziertesten Unterteilungen von Grundzeitwerten in Septonen, Elftonen, Dreizehntonen und so weiter und metronomischen Tempowechseln auf engstem Raum führte Anfang der 1950er zu völlig andersartiger Messung rhythmischer Werte in Zentimetern und Millimetern von Tonbandlängen und meiner Notierung rhythmischer Werte vom Sommer und Herbst 1990 im Studio für elektronische Musik des WDRs, das in Köln, hatte tausendstel Sekunden für die Synchronisation von Klangschichten bei einem klangspeichernden Computer und dem Steuergerät eines 24-Spur-Digital-Magnetophons zu berücksichtigen. Das war ein Text, der anlässlich einer Kölner Ausstellung zu seiner Grafiknotation 1998 zitiert wurde. Nach der Entwicklung einer kontrollierten Spannungssteuerung für Frequenzmodulation im analogen Synthesizer, man denke an Moog, wie oben beschrieben war ein weiterer wichtiger Schritt die Erfindung des Sequencers. Mit diesem hatte man die Möglichkeit, mit den selbst erstellten Klangfarben in musikalisch mehrstimmigerweise zu arbeiten. Das Prinzip der heute allgemein bekannten Speicherung war Mitte der 1960er eine Revolution, da man wie für ein Orchesterstück oder ein Chor einzelne Stimmen speichern konnte und diese dann mit den jeweils neu hinzukommenden Stimmen mischen konnte. Die Transparenz der Musik erlaubt Polyphonen zu komponieren. Da man alle beteiligten Stimmen wahrnehmen kann, sofern sich die zu komponierenden Parameter wie Lautstärke, Farbe, Dauer, Gestalt nicht überdecken. Die Grenze der mehrstimmigen Wahrnehmung ist der Mensch und seine natürliche Auffassungsgrenze. Bezug nehmend auf die Malerei kann man dies mit Bildkompositionen vergleichen, welche die unteren liegenden Farben erkennen lassen und nicht durch den Farbaufdruck der neuen Farbe zum Beispiel von einer hellen zur dunkleren Farbe überdecken. Die Strategie der Farbsetzung kann auch als Übernahme der musikalischen Methodik der Mehrstimmigkeit und die Fähigkeit aller beteiligten Stimmen zu hören gesehen werden. Die Farbschichten, das kann man dann hier in der Vorlesung, in dem Skriptum, kann man das auf Seite 12 sehen. Beispiele, auch eine Setzung von Farbe als eben Schichten, was auch in der traditionellen Malerei eine gängige, seit Jahrtausend ausgeübte Methodik aufweist. Weiterhin ist ein Bild von Klebermusik zu sehen, ein Lautsprecher, den ich in grüner Gelatine getaucht habe und der dort in dieser halbflüssigen, festwerdenden Masse die Frequenzbündelungen visualisiert. Weiter im Text. Schon seit langem gibt es Versuche, die visuelle Welt mit dem Akustischen zu verbinden. Die geschichtlichen Details kann man heute überall nachlesen. So entdecken neben den Musikern auch immer wieder die bildenden Künstler die Sinnesparallelwelt. So kann man in der Bildhauerei, Malerei, Grafik und Medienkunst Parallelen in der Methodik zur Musik und umgekehrt entdecken. Sei genannt Stimmführung, Formgestaltung, Harmonie, Komplexität und Originalität sind im flächigen, zeichenhaften wie im haptisch dreidimensionalen Raum zu finden. Das Immaterielle braucht die Form zur Kodierung einer sinnvollen Grammatik, welche wir im Allgemeinen als Musik versteht. Ein Bachscher Kanon findet in der Krebstechnik Eingang in die Malerei durch konstruktive und informelle Flächenanweisungen, die in Linien münden. Die Linien zueinander bilden die Harmonien, die die Klangfarben für den Charakter des Bildes vorgeben. So arbeitet die Malerei trotz realer Farben ähnlich wie die Musik mit den Parametern des Immateriellen, welche hier die Vorstellungswelt präsentiert. Die Vorstellungswelt des Betrachtenden muss man hinzufügen. Ich kann mir eben diese Fläche auf eine Raumtiefe, ein Relief oder ganze Städte vorstellen, auf diesem Tafelbild, obwohl, wie man es kennt, wenn ein Baum piept, also es ist keine Pfeife, es sich eigentlich hierbei nur um ein flächiges Ölgemisch mit Pigmenten handelt und nichts anderes abbildet als eine Projektionsfläche. Schnitt. Die Bestimmungsgrößen der Musik, im Speziellen der elektronischen Musik, sind über die Festlegung der Frequenz als Tonhöhe, die Amplitude als Lautstärke oder Dynamik, die Zeit als Dauer und die Obertonzusammensetzung als Klangfarbe definiert.
Dieses vierdimensionale Modell theoretisiert auf physikalischer Basis angelegt die Eigenschaften und Einflussgrößen in Zusammensetzung der Musik. Kompositorische Strategien bearbeiten die genannten musikalischen Parameter mit den Möglichkeiten der elektronischen Modulation, wie es erwähnt wurde, und den gehenden Spannungssteuerung. Gedankenexperimentell verdichte ich die Frequenzbündelung mit neuer Oberton-Kombination durch kontrollierte Amplitudenmodulation, die in der zeitlichen Dimension der Wahrnehmung einen Eindruck von masseartiger Musik ergibt oder ergab. Besonders deutlich wird dies vielleicht in meinen Studien SC35, SC43 mit jeweils 35 oder 43 Schichten, die nach dem Verdichtungs- und Schichtungsmodell komponiert wurden. Ein vielleicht interessanter psychologischer Versuch wäre, Versuchspersonen zu befragen, mit welcher Maßen sie diese Musik beim Hören beschreiben würden. Das klassische dreidimensionale visuelle Weltbild von Höhe, Breite und Tiefe mit Fläche und Linienverständnis könnte als kategoriale Hilfe bei der Einteilung des Gehörten dienen. Vielleicht ergeben sich im Antwortverhalten klare Zahlenangaben oder Beschreibungen der formalen Sicht vor dem inneren Auge oder die Vermischung beider Tendenzen. Die introspektiv angelegten Experimente könnten einiges zur visuellen Wahrnehmung bei speziell komponierter elektronischer Musik explorieren. Das Spezifikum der elektronischen Musik könnte durch die subjektiv vom Komponisten festgelegte visuelle Qualität definiert sein. Die Methode der Schichtung und Informationsverdichtung hätte nach dem Gravitationsverständnis Einfluss auf den psychologischen Zeitverlauf und würde diesen individuell, zum Beispiel, langsamer ablaufen lassen. Durch die räumliche Zentrierung in der Schalldruckkammer, eine Arbeit von mir, die ich später noch erklären werde und die auch einsehbar ist im Internet, würde sich die gebündelte Musik nur innerhalb des berechneten Resonanzraums ausbreiten, was den Eindruck der Masse-Materie-Bildung fokussiert. Der zeitliche Aspekt würde die Skulptur wie Musik erfahrbar machen. und die klassische Kategorisierung der visuellen Welt um einen Parameter erweitern. Die Skulptur braucht den komponierten Klang, um wahrnehmbar zu bleiben. Die Skulptur bleibt zwar nach dem Beenden der Musik bestehen, funktioniert aber streng genommen nicht mehr, sondern ist vergleichbar mit einem in der Garage abgestellten Schrottfahrzeug, welches sich auch nur über dessen zeitlich definierte Bewegungs- und Kraftentfaltung definiert. Das Visuelle ist somit auf den Konzertplatz verwiesen und der aus dem Statischen ein vorbeirasendes Objekt als Analogie betrachtet werden kann. Natürlich bewegt sich die Skulptur. Ihre inneren Partikel werden zum Schwingen gebracht. Das heißt, dieser Resonanzraum, nehmen wir einen Gipsraum, in dessen Inneren eben Lautsprecher sind, die diese Materialität zum Schwingen bringen. Und die Außenhaut als Begrenzer für den Klang scheinen sich zu verflüssigen, verzeitlichen zu wollen. Die weiter unten angesprochenen zeitlichen Betrachtungen von festen Stoffen und dessen individuelle Eigenschaft ist hier exemplarisch zu verstehen. Der Stoffwechsel von Masse, von immaterieller und materieller Eigenschaft symbolisiert sich im verdichteten Klang, der zu Masse werden möchte, und die Außenhaut aus Gips oder Beton oder was auch immer zum Schwingen gebracht, ihren festen Zustand in Flüssiges transformieren möchte. Klappt das? Jein. Ja und nein. Die Wand aus Klang kann physikalisch mit kontrollierten, gerichteten Lautsprechern erzeugt werden, jedoch verbleibt sie in der persönlichen Wahrnehmung und inspiriert zur Genese einer neuen Sinnlichkeit. Der geschichtliche Hintergrund der Experimentalmusik in der bildenden Kunst ist mit großer Wahrscheinlichkeit im 20. Jahrhundert definiert worden. Ausgehend von der Wissenschaftstheorie, der Philosophie für die Kunst, kann man an Adorno als einen Denkanstoß für nachfolgend beschriebene Entwicklung der Verbindung von Kunst und Musik betrachten. Den Zeitraum des von der Kunstgeschichte benannten Fluxus, der die frühen 1960er umfasst, wurde von Adorno wie folgt beschrieben. In Zitat, in jüngster Entwicklung fließen die Grenzen zwischen den Kunstgattungen ineinander, oder genauer gesagt, ihre Demarkationslinien verfransen sich. Bildende Künstler wie Nanjing Pike trafen auch Musiker, Komponisten wie Stockhausen oder John Cage, um zusammen in genannten Aktionen diese bisher in ihren akademisch gezogenen Grenzen der jeweiligen Fachrichtung zu reflektieren oder auch aufzulösen. Bei dem von mir sehr verehrten Pike kommt seine in der Jugend erworbene musikalische Sozialisation für den sich entwickelnden Zeitgedanken in der bildenden Kunst zugute. Die benannte Literatur zeigt auch, dass Pike sein erstes Studium in Philosophie und Kunst und nicht zuletzt in Musikgeschichte an der Universität Tokio im Jahr 1956 mit einer Arbeit über Arnold Schönberg beendete. Der Komponist und Maler Schönberg ist mit seiner Kompositionsmethode der Zwölftontechnik berühmt geworden. Diese Methode befreit die einzelnen Tonhöhen von ihren durch Harmonielehre bestimmten Grenzen. Die Funktion des Leittones in einer neuen Tonart war jahrhundertelang definiert als eine größtmögliche Spannung, also die große Septe, welche sich dann in der Oktave zur Ruhe begab. Kann jeder auf dem Klavier ausprobieren. Die Regelung der Musikkomposition beeinflusst über genannte Zeit das Hörverhalten der Regelung der Rezipienten, eben dieses entspannende Moment aus der großen Septe wieder in ein einfaches Tonverhältnis der Oktave und der damit harmonisch empfundenen Entspanntheit, subjektiv genannt.
Nun, durch Schönberg und dessen von psychologisch orientierter Harmonik befreiter Tonsetzung wurde ein neuer Kosmos der Musikgestaltung und dessen Hörweise geschaffen, die das gesamte 20. Jahrhundert und darüber hinaus beeinflusste. Die Kritik zur Zeit der 1920er Jahre, die Kritik der Zeit um 1920 reagierte mit oft ablehnender, pejorativer Haltung gegenüber Schönbergs Musik. Als Beispiel möchte ich hier ein Zitat des Musikkritikers Weismann wiedergeben, A. Weismann, die Musik in der Weltkrise, Stuttgart 1922, als Zitat: Schönberg hat ganz selbstverständlich in Wien, wo er die ersten Lärmerfolge hatte, auch seine glühendsten Bewunderer. Aber eigentlich fruchtbar kann man in diesem Schönberg-Kreis nicht einmal den kenntnisreichen Egon Welles und noch viel weniger einen Alban Berg oder von Webern nennen. Schönberg als Programm ist eben verhängnisvoll, weil er halbreife und unklares, zielloses Herumexperimentieren hinaustreibt. Das Experiment wird hier von dem Kritiker als zielloses Ausprobieren definiert und somit das Schaffen Schönbergs auf die Kategorie des Halbfertigen vermindert. Schönberg wird somit in seiner Zeit als Symbol für eine experimentelle Musik benutzt, die sich scheinbar im Zustand einer unklaren Ziellosigkeit befindet. Als dessen Meisterschüler ist wahrscheinlich John Cage zu nennen, da dieser die revolutionäre Art der musikalischen Komposition weiterentwickelt und zum Beispiel auf die konsequente Anwendung der Alltagsgeräusche anwendet. Cage, Kompositionsmethode des I Ching, mit der mit oder ohne Münzwahl als Entscheidungshilfe für die Tonsetzung befreite von der subjektiven Last der Auswahl. Nach einem wagnerianischen Gesamtkunstwerkskosmos aus Theater und Musik wirkte diese stille und trotzdem gleichsam wirkungsvolle Musik von John Cage auf den Rezipienten der Zeit um 1960er als Aufklärung des einfachen Menschseins im Musikhören und der Befreiung von dem psychologischen Ballast vorheriger Kunst- und Musikepochen. Das Psychologisierende in der Kunst. Der Vorwurf, man könne Musik nicht als Teil der bildenden Kunst begreifen, sei durch den eben ausgesprochenen Beweis verworfen. Ich erinnere ihn nochmal an die Vorstellungskraft, eben sich komplette Städte und dreidimensionale Dinge auf Flächen wie Bildern vorzustellen, Cinema und Deep, also diese Geschichte. So kann man sich fragen, könnte ich mir sonst eine Raumtiefe auf einer Fläche vorstellen? Sind die berühmten platonischen Ideen Materialität, weil sie in meinem Kopf existieren? Was kann ich sehen in der bildenden Kunst? Vielleicht auch, was kann ich hören? Einen Gedankenraum, was kann ich riechen? Wie in der Malerei, der durch das Medium der Bildhauerei, also der dreidimensionalen Welt, zum Leben erweckt wird. Man formt die Hülle für das Nicht-Sichtbare, ähnlich der Luftkünstler, welche die Skulpturen um die Luft formten. Das Eigentliche ist wie im Flächenhafte der Malerei nicht sichtbar. Der Mensch ist kein Roboter, er hat Fantasie, kann sich vorstellen, er nutzt die Kunst als ein weites Meer für seine eigenen Interpretationen. Wäre dieses Potenzial des Rezipienten nicht von Interesse, so hätte man eine unbelebte, unbewohnte Architektur. Erst durch die Sinnhaftigkeit einer subjektiven Grammatik bekommt das Nichts eine Bedeutung. So kann man im Duchamp'schen Sinne nach der Leugnung des Nichts suchen oder den Cage-Zufall hinzuziehen, um eben diese Persönlichkeit zu eliminieren. Doch dennoch zeigt sich auch im schalltoten schwarzen Raum ein geheimnisvolles Feuer, welche uns als Rezipient vor Augen leuchtet. Wir sehen im psychologischen Experimenten wandernde rote Punkte, die je nach Suggestion nach links oder rechts wandern. Objektiv gibt es bei diesen Punkten keine Bewegung. Wandere ich, wandert das Phänomen der Kunst durch mich hindurch. Obwohl es objektiv keine Kunst gibt, gibt es eine Künstlichkeit. Ja, dies scheint das eben beschriebene Phänomen zu sein. Die eigentliche Färbung einer individuellen Sichtweise schafft uns eine Möglichkeit der Erklärung der uns umgebenden Welt. Im sozialen Austausch erschaffen wir begriffliche Kompromisse, um einander zu verstehen. Diese teilweise durch Machtstrukturen instrumentalisierten Sprachmodelle einer mehrheitlichen Verständigungsbasis zu hinterfragen, kann eine potenzielle Aufgabe des Künstlers bedeuten. Die persönliche Sichtweise in der subjektiven Logik oder Psychologik zu entdecken und über ein künstlerisches Medium auszudrücken, kann eine Form der Kommunikation bedeuten, welche mit den künstlerischen Methoden eine Metaebene für eine wissenschaftliche Herangehensweise schafft. So ist diese Textarbeit laut Definition nur auf die drei Bereiche Kunst, Musik und Psychologie beschränkt, geht aber in Wirklichkeit darüber hinaus. Der interdisziplinäre Ansatz kann somit nicht Halt machen vor Analogien in Philosophie oder neuer Physik, um die eigene künstlerische Sicht und Hör- bzw. Wahrnehmungsweise zu explizieren. Selbst das Explizieren wird auf eine künstlerisch gefärbte Wissenschaftstheorie hinterfragt oder relativiert, denn einen Beweis kann und möchte ich nicht liefern. Vielmehr ein Prozess aus über 10 Jahren Erfahrung künstlerischer Arbeit und dessen textliche Genese. Das Chaos schafft sich Inseln der Ordnung durch die Reflexion über das Vergangene. Diese scheinbare Linearität wird durch den algorithmischen Textaufbau zerstört, was manche vielleicht bei dem Lesen oder Hören des Textes der Vorlesung verwundern wird.
Vorbild sind die wurzelartigen Textstrukturen eines Deleuze. Das Rhizom wird als Analogon eines auf dem Kopf stehenden Baumes, der gleichzeitig in den Himmel und in die Erde wächst und somit keinen Anfang und kein Ende kennt. Die vorschnelle Einteilung der uns umgebenden und zu erforschenden Umwelt in berechenbare Kategorien wird in dieser Arbeit sehr kritisch beleuchtet. Systeme aus Kunst, Musik oder Physik scheitern an dem Versuch, ein klar abgegrenztes und allgemeingültiges Erklärungsmodell von etwas zu schaffen. Mein oft erwähnter Einwand, Mathematik solle organischer werden, ist in diesem Lichte zu betrachten. Auch die Aussage des Physikers Albert Einstein sollte den Blickwinkel der Wissenschaftsrezeption auf die gefärbte Sichtweise einer subjektiven Logik lenken. Vergleichen der Raum und Zeit, Gedenkstätten, Themen, Gruppierungen, Richtungen, Zustände, unter denen wir leben. Das Denken erschafft sich eine Projektionsfläche, ein bildliches Analogon und nutzt dieses für individuelle Wunschwelten. Dies kann sich vielleicht unterschiedlich äußern in Abhängigkeit zum strukturellen Denken der Persönlichkeit. Die erschaffende Norm einer kunstgeschichtlichen Einteilung durch die Gruppenentscheidung der kunstpraktischen und kunstwissenschaftlichen Entscheidungsinstanzen wird im Idealfall einer beständigeren Zeitbetrachtung standhalten. Als Störfaktor kann man im Kontext einer biologisch orientierten natürlichen Auslese die individuellen Strategien des Wertinhalts durch externe fachfremde Parameter erkennen. Diese werden, wie gesagt, kaum einer beständigeren Zeitbetrachtung standhalten. Auffallend in dem Kontext ist allerdings die ewige Fixierung auf das noch nie Dagewesene. Die Älteren jammern über das, wie sie sagen, ewige Wiederholen von Strategien in künstlerischen Werken der Jüngeren. Es wird auf eine neue Kombination im Sinne des Ursprungsprinzips gearbeitet. Die Umkehrung dessen kann vielleicht in der Tendenz zu den in alten Medien entdeckt werden. Die jüngere Künstlergeneration ist mit dem pluralistischen Anything Goes konfrontiert. Die klare Normierung ist seit den 1968ern einer individuellen Freiheitsstrategie gewichen. Die klare Konfrontation ist somit kaum oder besser erkennbar. So wird in dieser Arbeit noch auf den sublimen Taylorismus eingegangen. Problematisiert werden hier Rückbesinnungen auf meiner Ansicht nach regressive Tendenzen ehemals überwundener konservativer Werte, die in der scheinbaren Unübersichtlichkeit des 21. Jahrhunderts Sicherheit geben. Schnitt. Eine weitere mögliche Strategie kann bedeuten, sich dem Tagtraum, Fantasien und so weiter hinzugehen, wie es Psychologen sagen, eine Ventilfunktion für aufgestaute, unbewusste Energien entwickeln, eben diese Tagträume und Fantasien. Insbesondere in der psychoanalytisch gefärbten Literatur lässt sich erkennen, dass künstlerische Bestrebungen oder dass Kunstwerke das Konstruktive in der Regel stellvertretende Wunscherfüllung dienende Ergebnis seelischer Konflikte des Schöpfers bedeuten können. Die schon historisch anmutende Darstellung aus dem psychoanalytischen Kontext kommt der Rolle von Kunst und Psychologie stellt auch im 21. Jahrhundert, wenn auch mit verändertem Vokabular, ein wichtiges Erklärungsmodell dar. Insbesondere verweisen neuere Daten auf die Verifizierung von psychoanalytisch deskriptiven Theorien mit experimentell naturwissenschaftlichen Methoden. Der Schulenstreit, Auslegung der hermeneutischer Psychologie und experimentell-empirischer Verhaltensforschung geht in friedliche Synthese. So kann die klassische Begrifflichkeit des Es, Ichs und Über-Ichs durch quantitative Methoden nachgewiesen werden. Nach Freud ergab sich die Motivation zur künstlerischen Tätigkeit aus der Spannung der genannten Begriffe. Das Es mit seinen Triebanregungen stellt an das Ich unerfüllbare Anforderungen, welche es aufgrund normativer Beschränkungen durch die Umwelt nicht einmal bewusst wahrnehmen kann, beziehungsweise erfüllen kann. Besonders dem Über-Ich werden restriktiv verinnerlichte Denkmuster zugeschrieben. Diese steht nach psychoanalytischen Modellen individuell mehr oder minder ausgeprägten Spannungszustand zu dem unbewusst dominierten Es, welches sich entsprechend energisch zu lehren versucht, als reine Modelllehre. In dem Spannungsverhältnis Über-Ich und Es sollte dem Ich eine spannungsreduzierende Vermittlerrolle zukommen. Gelingt dies in diesem vereinfachten Modell der Psychoanalyse nicht, entsteht nach dem Freud ein Konflikt mit psychopathologischen Folgen, je nach Persönlichkeit. An diesem Punkt beschreibt Freud die Strategie der Psyche als Selbstheilung durch Kunst. Statt einer schmerzhaften, vielleicht in neurotische Krankheiten ausufernde Zuspitzung des Konflikts, könnte es zu einer zumindest teilweise befriedigenden Ersatzlösung im Reich der Fantasie. Die Möglichkeit im separaten Raum, mein Kunst, die im psychischen Apparat des Es, seien es als solche als Trieb, seien solche als Zensurinstanz ungehemmt ausleben, kommt einer therapeutischen Funktion nahe. Das Fiktionale dient als Bühne für die kodierte, meist unbewusste Botschaft des Es, um sich in sublimierter Form auszudrücken. Die Abstraktion der künstlerischen Sprache erklärt sich nach Freud aus der allgemeinen Verständlichmachung von persönlichen Spannungszuständen der psychischen Instanzen. Diese in die Sprache der Kunst übersetzten Abstraktionen erklärt sich aus persönlicher diese in die Sprache der Kunst übersetzte Symbolgehalte aus dem Unbewussten wirkt auf den Betrachter auf Kunst
auf kollektiver Ebene und ist je nach Gehalt Werdung von überpersönlicher Natur. Diese kann sich hermeneutisch gedeutet auch in der Verständlichkeit bei sehr weit voneinander entfernten kulturellen Strömungen zeigen. Dieses intersubjektive Phänomen einzugrenzen und durch psychoanalytische Begrifflichkeit beschreibbar zu machen, war das Ziel der analytisch orientierten Kunstpsychologie. Bekannte Anwendungen von Symbolbegriffen wie Phallus, Ödipus, Komplex oder symbolische Kastration wurden in Bild, Klang und Textmedien im Zusammenhang gebracht und mit den jeweiligen Gestalten oder dessen Darstellung. Die kollektive Wunscherfüllung zeigt sich im gemeinsamen Erkennen der Betrachter von Kunst und dessen zum Ausdruck gebrachte unterdrückte Bedürfnisse. Dies erklären je nach Freud aus den unbefriedigten Wünschen, welche als Triebkräfte der Fantasie angesehen werden können, da jede einzelne Fantasie einer Wunscherfüllung gleichkomme und eine Korrektur der unbefriedigenden Wirklichkeit darstelle. In solchen Fiktionen artikuliert sich eine Korrektur der unbefriedigenden Wirklichkeit. In solchen Fiktionen artikuliert sich die latente Neigung des Dichters, der über alle Beschränkungen des empirischen Lebens sich hinweg fantasiert. Durch Identifikation mit dem Gesehenen, Gehörten, Gelesenen kommt der Kunst einer ästhetischen Lust zu, welche aufgrund der symbolisch sublimen Kodierung durch die künstlerischen Methoden für den Betrachter erträglich und somit konsumierbar wird. Durch die Verhüllung der kollektiv empfundenen unbewussten Energie des Ichs kann man sich gefahrlos dem Tabu des Verdrängten hingeben, ohne die eigenen Betrachternormen des Über-Ichs zu brechen. Ich habe im Gegenüber eben die tabuisierte Form und habe es nicht in mir, in meinem Konflikt, den ich selber auszutragen muss, sondern es wird ein Objekt, den ich nicht stellen kann. Insofern hat es scheinbar nichts mit mir zu tun. Das als Anmerkung. Der Kunst kommt nach Freuds Modell eine Vermittlerrolle zwischen Es und Über-Ich zu. Dem Künstler ist mehr oder minder bewusste Schöpferinstanz für die Kodierung und realitäre Umsetzung des kollektiven Unbewusstens in eine greifbare Form gegeben. Das Immaterielle der psychischen Struktur bahnt sich im Schöpfungsakt der Künstlerin zur gebändigten, in Form gegossenen Kunst, welche stellvertretend für den Betrachter deren Verdrängtes auf kollektiver Ebene erfahrbar macht. Die Betrachtung erzeugt nach Freud eine ästhetische Lust, die uns der Künstler verschafft, die den Charakter einer solchen Vorlust trägt und das den eigentlichen Genuss des Kunstwerkes aus der Befreiung von Spannungen in unserer Seele hervorruft. Gerade durch die Entschärfung im Formbildungsprozess, durch den exemplarischen Kampf zwischen Es und Über-Ich, wird die Skulptur als symbolisierte Materialität für das Verdrängte sichtbar. Dieses kollektiv Verdrängte zeigt sich in durch Synthese gebildete künstlerische Kodierung von triebhaften und dessen scheinbar rationale Kontrolle in der gezähnten Gestalt und somit wirkt es auf den Betrachter weniger bedrohlich als die ungefilterte Bewusstwerdung seiner, wie es C.G. Jung nannte, dunklen Seite. Der Psychoanalytiker Reinhold Wolf beschreibt in seiner Theorie zur Ich-Psychologie die Synthesisierung von Es und Über-Ich am Beispiel der künstlerischen Schöpfung durch das Ich und dessen Gestaltungskraft. Die Form ist weitgehend ein Produkt des Ich, das der hemmungslosen Aktivität der Triebe in der Fantasie entgegenarbeitet. Die Form erfüllt demnach einerseits die Aufgabe, latente und individuelle Bedürfnisse dem kollektiven Verständnis zugänglich zu machen. Indem sie dies aber tut, bezeugt sie andererseits, dass solche Bedürfnisse nicht übermächtig und unberechenbar sind, sondern der Steuerung unterliegen. Gewährleisten sie, dass sie durch die Kunst ermöglichte Wunscherfüllung nicht einerseits und ihrerseits in ein neues gefährliches Chaos führt, und so übernimmt die Form der Funktion eine Abwehrstrategie gegenüber den libidinösen Gehalten ausgelösten Ängsten. Das heißt, Angst werden in Form gebracht und dadurch erträglich, was vorhin in dem Bereich konsumierbar beschrieben wurde. Die Vorstellung einer durch Kunst zu kontrollierenden kollektiven Unbewusstheit war Ausgangspunkt für die psychoanalytische Entwicklung im Verständnis eines Systems der künstlerischen Formfindung und dessen Deutung. Der Kompromiss zwischen einer Überflutung von unbewussten triebhaften Es-Anteilen, welche sich in Fantasievorstellungen zeigen, und einer bewussten kritischen Selektion und Kontrolle durch die Über-Ich-Instanz führte zu handlungstheoretisch begründeten Annahmen eines künstlerischen Ichs, dass diese polarisierenden psychischen Instanzen mit der Schöpfung von künstlerischen Formen begegnet und diese somit synthetisiert. Positivistisch gestimmte Schulen kritisieren Freuds Geniebegriff für den Künstler, welche die ästhetische Lust hervorbringt. Der Künstler wurde zum Kranken degradiert, welcher als Hilfsmittel seiner psychischen Unzulänglichkeiten die Kunst instrumentalisierte. Das durch Cesare Lombroso angeregte Werk Genie und Wahnsinn von 1864 diente als Vorbild zur Kritik an Freuds psychoanalytischem Künstlermodell. Joost Hermann fasst hier zusammen: Selbst die berühmtesten Dichter, Maler, Komponisten galten als Neurotiker, Paranoiker oder manisch-depressive, deren ästhetische Neigung sich weitgehend
als Endprodukt ihrer körperlichen und seelischen Degeneration interpretieren lassen. Auf diese Weise kam es schon in den 80er Jahren, also 1880, zu einer Entlarvung des Gehirns, des Genialen, die sogar die göttlichen Einfälle auf einen physiologisch bestimmten Zustand zurückführen. So wird genannt, ein verstärkter Blutdrang im Gehirn, eine krankhafte Geistesstörung oder eine sexuelle Perversion liegen dem zugrunde. Sege Jungs Modell einer Archetypenlehre wurde unter anderem als ein weiterer Gegenentwurf zur psychoanalytischen Deutung von Kunst gewertet, obwohl diese Theorie mit psychoanalytischen Begriffen des unbewussten Bewussten arbeitet. Persönlichkeitspsychologisch zeigen sich die Archetypen als Eigenschaft für das Subjekt, als introvertiert, kontra extrovertiert, welche sein Denken, Fühlen, Empfinden und Intuieren steuern. Die Archetypen stehen für die Genese der menschlichen Verhaltensweise in Abhängigkeit seiner Zeit. Dass die spezifische und allgemeine Handlungsweise des Menschen zeigt sich nach Jung aus dem kollektiven Unbewussten je nach Archetyp zeitlos gültiger Verhaltens- und Verstehensmuster erschafft. Die berühmtesten sind wahrscheinlich Anima und Animus, welche verantwortlich sind für die nebeneinander stehenden weiblichen und eher männlichen Tendenzen in jedem menschlichen Subjekt. Entwicklungspsychologisch gedeutet kann in der Genese der Menschen in der Auseinandersetzung mit den individuellen oder mehr oder weniger bewussten Erkenntnissen des Kollektiven betrachtet werden. Die Individualitätswertung speist sich aus dem progressiven Kompromiss der rein egozentrischen Originalität und totaler Einpassung in vorgegebene Muster. Parallel zur Psychoanalyse kann man in Jungs Archetypenlehre in der Auseinandersetzung von weiblicher Seele, meint eben Anima, männlicher Seele Animus, einen Kampf zwischen Es kontra Ich, Es-Instanz kontra Ich-Instanz erkennen. Durch die Individuation des menschlichen Subjekts zeigt sich mehr Anima oder Animus Archetyp, abhängig vom Geschlecht. Die weiblichen oder männlichen Entwicklungen zeigen sich in der individuellen Differenzierung der Archetypen in Abhängigkeit zu Umwelt- und personengebundenen Faktoren. Die Unmöglichkeit des Ichs auf die Einflussgrößen des kollektiven Unbewussten zu verzichten, schafft eine psychische Strategie, eine Auseinandersetzung und mit diesen Archetypen zu reagieren. Die scheinbare Kontrolle durch den männlich-rationalen zugeordneten Archetypus des Animus gegenüber dem weiblich-verführerischen zugeordneten des Anima verschafft sich im Prozess die Individuation als, wie gesagt, entwicklungspsychologische Genese bedeutet, einen Moment der Sicherheit und der jeweiligen Ich-Bildung, also Subjektwerdung, unabhängig vom Geschlecht. Nach Jung kommt der Kunst die Aufgabe zu, solche meist unbewussten Archetypen anzusprechen. Es erklärt die Wirkung von Kunst auf den Menschen im Allgemeinen mit der Wirkung von künstlerisch Erlebten mit dem theoretisch formulierten Archetyp des kollektiven Unbewussten. Das Geheimnis der Kunstwirkung und der schöpferischen Prozess, soweit wir ihn überhaupt verfolgen mögen, besteht in der unbewussten Belebung des Archetyps, in einer Entwicklung und Ausgestaltung derselben bis zum vollendeten Werk. Die Gestaltung des irrtümlichen Bildes ist gewissermaßen eine Übersetzung in die Sprache der Gegenwart, wodurch es sozusagen jedermann ermöglicht wird, wieder den Zugang zu den tiefsten Quellen seines Lebens zu finden, die ihm sonst verschüttet wären. Darin liegt die soziale Bedeutung von Kunst. Sie arbeitet an der Erziehung des Zeitgeistes, denn sie führt jene Gestalten herauf, denen es den Zeitgeist am meisten mangelt. Aus der Unbefriedigung der Gegenwart zieht sich die Sehnsucht des Künstlers zurück bis zu jenem Urbild des Unbewussten, welches er erreicht hat, um die Mangelhaftigkeit und Einseitigkeit des Zeitgeistes am wirksamsten zu kompensieren. Dieses Bild ergreift sie, indem sie aus tiefster Unbewusstheit emporzieht und sich dem persönlichen Unbewussten nähert, findet es auch seine Gestalt, bis es vom Menschen der Gegenwart nach seinem Fassungsvermögen aufgenommen werden kann. Die Art des Kunstwerkes gestattet uns einen Rückschluss auf den Charakter des Zeitalters, in dem es entstanden ist. Neue Physik. Spekulation, Intuition, Gefühl aus dem Bauch sind Attribute, die einem klassischen Physiker Kopfschmerzen bereiten dürften. Aufgrund dessen Ausbildung ist sie oder er gewohnt, mit scheinbar kontrollierter Systematik an den jeweiligen Problemen zu arbeiten. Die berechnende Hilfe durch Mathematik schafft einen zusätzlichen psychologischen Moment der Sicherheit, wenn auch in der zeitgenössischen Physik kein absoluter Anspruch mehr herrscht. Man kann sich der Erklärung der Wahrheit über zum Beispiel der Entstehung des Universums nur annähern. Allerdings sind im Forschungsbereich der Astrophysik auch dominierende Denkansätze mit Theorieanspruch zu finden, die klar definierte Grenzen der Beobachtung an zu beobachtenden Objekt feststellen wollen. Auf diese vorsichtig gesagt willkürlich gesetzten Grenzen beruhen Berechnungen, welche Systeme aller Art ableiten. Die Allgemeingültigkeit der Theoreme wird über die induktiv versus deduktive Analyse von Mikro- bis ins Makrosystem übertragen. Die jeweilige Theorien, die dann die mathematischen Testmodelle überleben, finden Eingang in die Lehrbücher und dienen der Erklärung des Universums. Zugegeben, die Darstellung meinerseits ist sehr stark vereinfacht, jedoch wende ich genauso ein Reduktionsmodell auf das Gesagte an. Mein Testverfahren begründet sich aus der heuristischen Auslegung als Nichtphysiker mit künstlerischen Methoden. Zu den Kritikern sei gesagt, dass sich Modelle der modernen Natur, Welt- und Kosmosbetrachtung aus der Fantasie ableiten lassen. Der von mir zu explizierende Versuch einer Ungenauigkeitsbetrachtung am Modell der statistischen Mittelwertbildung wird den methodischen Sachverhalt vertiefen. Meine Kompositionsmethode der Schichtung mit den Mitteln der elektronischen Musik assoziiert sich am Beispiel einer subjektiven Interpretation einer von mir genannten neuen Physik.
Das im Text erwähnte Problem einer Beeinflussung von Zeit im Allgemeinen findet sich an der Stelle einer psychologischen Wahrnehmungstheorie zum materiellen Empfinden über seine Eigenschaft der Immaterialität im Wesen der Musik. Einfacher gesagt, man kann Musik nicht sehen oder sie anfassen. Die gesamte Problematik dieser künstlerischen Doktorarbeit kreist um dieses Phänomen, welche keine ist im physikalischen Sinne. Ich arbeite im Grenzbereich einer tradierten Wissenschaftsauffassung mit den Mitteln eines selbstreflexiven Künstlers. Die Verwendung von physikalischer Begrifflichkeit muss in diesem Kontext neu interpretiert werden. Die Gültigkeit der Aussage ist mit dem Verlangen eines Physikers nach den Mitteln der Malerei als theoretisch-praktische Untermauerung seiner kausalen Weltsicht vergleichbar. Die aufgestellte Behauptung, die Zeit als kausal, als relativistisch begriffliches Konstrukt könne verlangsamt werden durch die Methodik der Schichtung im Studium der elektronischen Musik, ist mit kausalem Verständnis einer reinen variablen Kombinatorik vergleichbar oder verstehbar. Die in psychologisch überführte Deutung in physikalische Begrifflichkeit erzeugt ein künstlerisches Wahrnehmungskonstrukt für die Skulptur, die als Begrenzung einer quasi kontrollierten erzeugten Gravitation durch geschichtete, komponierte und dafür komponierte elektronische Musik dient. Die Musik ist der Resonanzraum und bleibt durch seine Begrenzung in der Räumlichkeit oder der Form für den Klang wahrnehmbar. Das nicht sichtbare abzubilden ist nicht Ziel dieses Experiments, vielmehr möchte ich eine Möglichkeit der Neubetrachtung aufzeigen, welche sich vielleicht interdisziplinär auswirken sollte oder könnte. Als Komponist bin ich für meine Musik an Systematik interessiert, die offene Form erlaubt. Dennoch verspüre ich einen gewissen Reiz für kausale Erklärungsmodelle und die daraus abgeleiteten Systematik. Mein Arbeitsinstrument ist die Intuition, mein Test ist die Reflexion und der Vergleich mit den interdisziplinären Erkenntnissen. Das lineare Zeitverständnis zu beeinflussen und mit den inspirierenden Möglichkeiten einer physikalischen Begrifflichkeit schafft eine meiner Meinung nach sinnvolle Herangehensweise an den Tatbestand der Kunst, weil der Terror der Vernunft im Sinnlosen relativiert wird. Keine Aussage ist auch eine Aussage, oder etwa doch, ich wage mich weiter raus, verlange dem Leser einen toleranten Lesestil und Denkprozess ab, der sich nicht im kleinbürgerlichen Detail verliert oder sich an der Antilogik festzubeißen. Das Licht in relativistischer Betrachtung ist im kausalen Verständnis einer Physik in Abhängigkeit von Raum und Zeit ein Träger für Informationen von Vergangenheit in Korrelation zur Geschwindigkeit. Das alte Foto der Uroma zeigt sich als Zeit, als analog fixierte Lichtpunkte und konserviert diese. Die Information des Fotos dringt über den Informationsträger des Lichts in unser Auge. Die Vorgänge im Alltag kann im Makroverständnis über die Unendlichkeit eines begrifflich definierten Universums erweitert werden. Durch den Faktor einer unendlichen Entfernung wird die Zeit als Informationsträger auf Reisen geschickt, mit der ihr eigenen naturbezogenen Zeit der Lichtgeschwindigkeit. Die Uroma wird im relativistischen Konstrukt älter oder jünger, in Abhängigkeit zum fixen Beobachterstandpunkt. Die unterschiedliche Massebildung im Kosmos beeinflusst das Geschwindigkeitsverhalten des Informationsträgers Lichts und der sich zum fixen Berechnungspunkt ergebenden Zeitpunkt. Diese kausalen Gedankenexperimentelle sind reizvoll für das Verständnis einer geschichteten Musik, die Information zur Masse transformieren möchte. Erzeuge ich in meiner Schalldruckkammer eine Gravitation, die eine Möglichkeit der stabilen Massebildung zulässt. Diesen Eindruck liefert uns vielleicht die Ohren, welche die Veränderung der Druck-Luft-Situation in psychologische Dimensionen oder Phänomene erfasst. Ist es damit bewiesen, relativ betrachtet ja, gleichzeitig ein Nein zulässt, im Denkprozess des Hörenden, Sehenden eine Inspiration zulassen kann. 35 Kilo. Schichtung als Methodik für die Klangkunst. Die Frage der Methode in der bildenden Kunst lässt vermuten, dass man sich an den Wissenschaften und deren Bedingungen misst. Das Problem ist, dass in der Wissenschaft ein klar definierter Auftrag zur Erkenntnisgewinnung im Vordergrund steht, während die Kunst im Allgemeinen eine intuitive Ahnung von einer Sichtweise bildet oder abbilden kann. Wenn man Kunst als Forschung betrachten möchte, kann man die Methodik einer konventionellen Wissenschaft nicht auf sie übertragen, da wie eben genannt kein klar abgegrenzter Bereich für zum Beispiel eine Hypothese gesehen werden kann. Ein Künstler bemerkt einen Zustand bei sich oder der Umwelt, welcher ihn sie inspiriert. Er kann oft nicht begründen, woher diese Ahnung stammt. So können gestalthafte Zusammenhänge oder Ähnlichkeiten von Unterschiedlichkeiten entdeckt werden, die den Künstler zu ihrer oder seiner Kunst motivieren. Das Ergebnis kann ein weiteres Werk bedeuten. Ob nun der Weg, die Methodik zur Erarbeitung des Werkes die Öffentlichkeit interessiert, kann diskutiert werden. Interessante Fragestellung zu dieser Thematik hat Willem Flusser gestellt. Er zeigt ein Beispiel des Hologrammes auf, dass sich die Methoden und dessen Definition mit dem Endprodukt ändern kann. Sinngemäß stellt er die Frage nach der Perfektion der Holographie. Wenn man einen Tisch mit den Mitteln der Holographie entwickeln könnte, der genauso aussieht, sich so anfühlt wie ein echter Tisch, würde man nicht etwa die Holographie perfektioniert haben, sondern eine neue Form der Tischlerei entdeckt haben. Aus dem Archiv der Kunsthochschule für Medien Köln, Wilhelm Flusser Archiv.
Im Unterschied von vielen in der Methodik von Kunst und Wissenschaft, liegt in der unnötigen Standardisierung des Kunstschaffens. Ein Unterschied, ne? Von den vielen Methoden. Wie der Maler als Beispiel zu seiner für ihn nötigen Bildauffassung kommt, ist weniger wichtig als das fertige Bild in der Ausstellung. Es braucht keinen überprüfbaren Handlungszusammenhang des Malers zur Erstellung des Bildes. Der Beweis in der Notwendigkeit der Existenz liegt in der heuristischen Auslegung durch Experten bezüglich der Kunstgeschichte. Das Neue der Methode zum Beispiel bei Jackson Pollock, das sogenannte Draper Painting, war im Ignorieren einer tradierten Malhandhabung oder Handlungsweise zu sehen. Der Pinsel war nicht nur ein Indikator einer kontrollierten, bewussten Malweise, sondern wurde zum Spritzhelfer eines zufälligen Farbauftrages auf die am Boden liegende Leinwand. Die Ahnung, die Intuition interessieren in dieser künstlerischen Doktorarbeit, sie sind die Methode des Künstlers als Behauptung. Im zeitlichen einer musikalischen Wiedergabe zeigt sich die Methode der Transparenz, eben das Hören aller beteiligten Stimmen. Im statischen einer künstlerischen Betrachtung, welche aber im zeitlichen stattfindet, in Klammern, zeigt sich die Methode der Transparenz, eben das Sehen aller beteiligten Farben und Formen. Zu differenzieren sind im Bereich bildende Kunst und Musik die polarisierenden Ausrichtungen der künstlerischen Gestaltung hinsichtlich einer kontrollierten einerseits und andererseits eher improvisierten Methode. Die seriell geometrisch exakte Ausrichtung einer Gestaltungskraft, welche zum Beispiel einer Bauhausschule zuzuordnen ist, kann im Kontext eines sich abgeschlossenen Systems, welche zum Beispiel als Partitur oder grafischer Plan vorliegt und nach diesem exakt realisiert werden muss. Die Realisation muss sich genau an die Vorgaben der Partitur etc. ausrichten. Eine Abweichung dieser Vorgabe ist nur in Ausnahmefällen möglich, da die zuvor definierten Regeln für das gesamte System bindend sind. Die andere Seite der Polarität macht die offene Form aus. So kann während des Kompositionsprozesses eine Änderung einfließen, die das gesamte Bild beeinflusst. Die Genese des Prozesses wird als Teil der Erfindung eines neuen Bildes gesehen. Die Auswahl entsteht spontan und ist somit dem aleatorischen Bereich zuzuordnen. Aleatorik lässt auch im fertigen Werk eine Wahlmöglichkeit zur Änderung zu. Man kennt die organische Ausrichtung in der bildenden Kunst bei skulpturalen Arbeiten, zum Beispiel von Dieter Roth oder Anselm Kiefer, die mit dem Zersetzungsprozess in der Materialität der Skulptur als Zufallsfaktor arbeiten. Die Individualität wird durch die Zeitlichkeit eines Verfallsprozesses aufgehoben, ähnlich wie bei John Cage Kompositionsmethode mit der Münze, welche ihm die bewusste subjektive künstlerische Entscheidung abnimmt. Namjoon Park hingegen hat sich durch seine eigene Schnittmethode am Videotisch inspirieren lassen. Einerseits durch die technische Möglichkeit als solche und andererseits als die Betrachtung und Reflexion über den eigenen Schnitt und dessen Wirkung. Welches sich im weiteren Bearbeitungsprozess auswirkt. Einfacher gesagt, er arbeitete intuitiv an seinen legendären Videos. Maßgeblich war sicherlich sein musikalischer Hintergrund für den Arbeitsprozess im zeitlichen Verlauf mit bewegten Bildern. Als Musiker hat man in der Regel ein durch jahrelang diszipliniertes Üben am Instrument eine gute Intuition für Zukünftiges entwickelt. So muss man im gleichzeitigen Spiel mit anderen Musikern eine schnelle Auffassungsgabe für das eigene Musikspiel im Verband mit dem Spiel der Mitmusiker generieren. Dies gilt besonders für Musik mit improvisatorischen Anteilen. Man weiß auch nicht, wie die anderen Musiker ticken, wie sie etwa bestimmte Klangassoziationen wahrnehmen und spontan umsetzen. Es bleibt kaum Zeit für eine Überlegung, die trainierten Hände, Füße, der ganze Körper agiert und reagiert mit der gemeinsam entstehenden Musik. So wird aus einer Immaterialität eine Materie. Methode durch Schichtung. Der abgeleitete Parameter ist Komplexität durch Kontrolle. Abgeleitet durch den Raum, in dem das Klangerzeugnis stattfindet. Die Schalldruckkammer ist eine kleine Fabrik, eine kleine Verdichtungskammer, in der der Versuch unternommen wird, dieses platonische Erbe messbar zu machen. Der Klang breitet sich mit hohem Schalldruck und speziell ausgerechneten Frequenzen in der Kammer aus. Das Kontrollbecken fasst 5 hoch 3 an Klang und lebt durch die Imagination des Betrachters. Die hochkomplexe Klangschichtung ergibt im psychologischen Sinne eine Masse, die mit Hilfe der umgebenden Kammer zur Skulptur wird. Die Arbeit braucht den Klang, wie Tingolis arbeiten die Bewegung. Ein weiteres Analogon kann hier die soziale Plastik von Joseph Beuys sein. Der durch Dreidimensionalität und materielle Objekthaftigkeit definierte Begriff der Plastik oder Skulptur wird seit Beuys auch durch einen erweiterten Begriff verstanden. Seine soziale Plastik kann so weit zurückgeführt werden, dass der Gedanke den Geist, das Gehirn in seine Form als Plastik transformieren. In diesem Kontext ist von großem Interesse, dass sich Immaterielles wie Gedanken auf den Formprozess der Plastik, meint das menschliche Gehirn, auswirkt. Seine als sozial
sein als sozial belegter Begriff für die immaterielle Plastik im menschlichen Gedanken, sollte als konkrete und weniger konkrete Utopie die Umschichtung tradierter Wertvorstellungen hin zu einer endlichen Integration von künstlerischer und politischer Praxis gedeutet und gedacht werden. Wir hantieren mit Vergleichen, um zu neuen Kategorisierungen zu kommen. Das Neue der Schalldruckkammer ist in der Umdefinierung der Neudeutung der Kunstgeschichte zu erkennen. So glaube ich nicht mehr nur an die reine Musik oder die reine Kunst. Diese Zersplitterung ist meines Erachtens überholt. Übertragen auf Alltagssysteme kann dies eine Neudefinition im sozialen Kontext bedeuten, der immer wieder aufgespaltet zu neuen Erkenntnissen führt. So kann ich mir eine klassische Kunstakademie vorstellen, welche neben den klassischen Sparten auch das Fach Experimentalmusik innehat. Die Betrachtung der Musik erweitert den Raum einer sich entwickelnden Kunstgeschichte. Die Methodik der Schichtung, der Verdichtung, entlehnt sich aus physikalischen Modellen der Naturbetrachtung. Der abstrakte Raum dient hier als eine auszuwählende Begrenzung für eine ausgewählte Materie. Diese Materie soll möglichst mit wenigen Störvariablen wirken. Eine Störvariable definiert sich als eine entgegengesetzte Energie zur Maßeinheit des im Raum zu messenden Inhalts. Ein Antagonist zur Klangforschung könnte hier eine zu niedrig angesetzte Schallquelle bedeuten. So kann ein berechneter Raum erst durch den in der Natur liegenden Kammerfrequenzton in Korrelation mit ausreichendem Schalldruck zum Vibrieren und eigensingender Kammer gebracht werden. Durch die Schichtung mit Hilfe elektronischer Musikinstrumente und Mischpulte entstehen neben den Klangadditiven zusätzliche Frequenzen, welche sich chaotisch verhalten. Die Obertöne reagieren auf Obertöne, oder die Obertöne der Obertöne reagieren gleichsam einem Atommodell zu und gegeneinander, um sich dann in Wellenform gedacht verstärken oder aufzuheben. Im Zahlenmodell könnte man diese Additiven und Substraktiven der 16 von den genannten 16 Naturobertönen sprechen. So entstehen zusätzlich zu den gewollten oder gefundenen Frequenzen Harmonien aus Naturintervallen, welche sich aus residialen Reibungen der chaotischen Wellen ergeben. Das Chaos regiert innerhalb der definierten Zone und schafft so eine Möglichkeit für die Entstehung neuer Frequenzkombinationen. Wir sprechen hier von Kombinationen im Trilliardenbereich 16 hoch, 16, 16 und so weiter. Ableitung 16. Phänomenologisch sind solche Prozesse nicht mehr zu differenzieren. Mit dem Wissen und der Ausbildung eines Musikers sind hier Grenzerfahrungen möglich. Die Bachsche Harmonik in ein Trilliardensystem aus elektrisch erzeugten Naturobertönen zu übertragen, kann als den Versuch verstanden werden, jede Faser eines Orgelklanges für ein unentdecktes System zu nutzen. Wir reden hier beispielsweise über die Verwendung von 1000 C1 Tonhöhen, welche so kaum differenzierbar sind, aber im Kontext mit den jeweiligen verschiedenen Obertonkonstellationen einen neuen Klang als Ganzes ergeben. Als Exkurs verweise ich hier auf mein Geigenstück oder das Geigenkonzert mit dem vielfach aufgesplitteten Grundton S. Dies kann man nachhören. Wir differenzieren uns in die Mikroebene, um das Makro zu generieren mittels Intuition. Die Mathematik erkennt im Chaos ihre natürliche Grenze, innerhalb dessen aber bestimmte spezifische Beweise geführt werden können. Meine Forderung aus Erfahrung innerhalb dieser Gedankenexperimente ergibt die Verdachtshypothese, in Anführungszeichen, die Mathematik muss organischer werden. Es gibt Plastiken zu diesem Bereich, dies ist nachlesbar in dem Skript. Eine Plastik ist als ein Modell, ein Prozess eines konzentrierten Klanges zu verstehen. Dies kann man nachlesen. Ich gehe weiter. 1.4, Gefahr der statistischen Mittelwertbildung. Die weiter oben angesprochene Maßeinheit ist die Zeit, in welcher sich das geordnete Naturschauspiel der Frequenzharmonien abbildet. Das Bild wird erzeugt durch die elektronische Künstlichkeit einer zufälligen Anordnung von Binärcodes. Wir sind im digitalen Zeitalter. Prognostizieren möchte ich behaupten, dass auch dieses 0 und 1 Zeitalter zu seinem Ende findet, um sich organischeren Rechenformen anzunähern, welche nicht als reines Abspielsystem funktioniert, sondern vielmehr Termini wie Nicht, Relativität, Gleichzeitigkeit von Unmöglichkeit, relative Zeitbetrachtung mit einbeziehen. Moderne Wissenschaften nutzen immer noch die veralteten Statistikmodelle zur Belegung von Erkenntnissen. Diese beruhen meist auch auf das Verfahren der Mittelwertbildung, welche grob vereinheitlicht Kategorien bildet. In Analogie zum Abstraktum Zeit lässt sich hier eine meiner Meinung nach fahrlässige Integralisierung feststellen. Die einzelnen Zeitpunkte sind so weit voneinander entfernt, dass sich grafisch ein falsches Kurvenbild ergibt. Nach dem Prinzip der Vereinfachung werden Metakategorien gebildet, Wissenschaftler behaupten ja, das Leben lässt sich ungefiltert nicht erforschen, welche dennoch für eine zu messende Maßeinheit stehen soll. Dies empfinde ich als Fehler. Ein tiefer Antrieb für die künstlerische Arbeit ist in dieser dissonanten Erkenntnis zu erkennen.
oder zu sehen. So lassen sich menschliche soziale Verhaltensformen erklärbar machen. Das Prinzip der Demokratie scheitert an der vereinfachten Metakategorisierung. So kann ein Volksvertreter nur den Mittelwert von Meinungen darstellen, welche nicht mehr die Ursprungsinformation beinhaltet. Mathematisch gesehen liegt hier ein Ableitungsfehler vor. Die Transformation von Informationen wird durch die Methodik der zu grob justierten Integralität verändert, wenn nicht sogar vollkommen umgedeutet. Kritiker werden sagen, mit zunehmender Ableitung entsteht ein signifikant ansteigender Abstraktionsgrad, der sich vielleicht als Störvariable auswirkt. Dagegen würde ich sagen, dass sich erst die Erkenntnis durchsetzen müsste, dass der Ursprungsfehler der zu grob eingestellten Mittelwertbildung im statistischen Sinne ausgetauscht werden müsste. Der Tausch ergäbe eine Zone der Sinnfreiheit, der Kunst, eines Aushaltens von Gegensätzlichkeiten, die durch die Nicht-Methodik einer Anything-Goes-Politik gestaltet werden würde. Wobei gestaltet das falsch zu wählende Wort für einen Umstand sich nähert, der in der Lehre die Fülle erkennt, ohne jetzt auf fernöstliche Philosophien einzugehen. Dies ergäbe in der vorhandenen Nichtsumme ein Menschenbild, welches sich kurz vor dem Aufbruch charakterisieren lässt. Ohne eine mathematische Festlegung der Ursprungsidee sind wir im Bereich der Intuition. Dieser Bereich ist unter Wissenschaftlern kritisch beleuchtet, da sich kaum mit oben genannter Methodik dem Gegenstand genähert werden kann. In früheren Texten verglich ich das oft mit einem Stück Seife, die einem immer wieder aus der Hand flutscht. Ich finde, dies entwirft ein humaneres Menschenbild als das jetzige starre vorhandene, dem Taylorismus entworfene Zusammenleben von Individuen. Die gesellschaftliche Situation fußt meiner Meinung nach auf eine bestimmte Wahrnehmung und Organisation von diskreter Zeit. Das oben angesprochene Problem der vereinfachenden statistischen Mittelwertbildung zeigt sich in zeitlichen Dimensionen wie folgt definiert. Die Uhr, ein überkommener Begriff für die Einteilung des Ordnungssystems von Individuen, im zeitlichen Ablauf stellt die diskrete, heißt absolute Zeit dar, indem sie in exakt gleich lange Sekunden eingeteilt ist, definiert als eine Sekunde, gleich Dauer, gleich 9,19163,1770 Perioden der Schwingung des 133. Cäsium-Atoms. Diskret bedeutet, dass es keine Punkte zwischen den genannten exakten Zeitabschnitten gibt. Das zeitliche Raster funktioniert auf der Basis einer Vereinfachung zwecks Einteilung für ein zeitliches Makrosystem, welche für alle teilnehmenden Individuen gilt. Vielleicht auch für die Nicht-Teilnehmenden Hinzufügung. Diese zahlentheoretische Festlegung erinnert an das oben angesprochene Integralproblem und seiner ungenügenden Visualisierung im grafischen Sinne einer idealen Kurve. Die ideale Kurve möchte ich an dieser Stelle als eine wahrhaftig kategorienfreie Form oder Nichtform einer Naturanschauung definieren und gleichzeitig nicht definieren, wobei auch das Relativieren eine begriffliche Phänomenologie zu nahe kommt und somit sprachlich nicht transportiert werden kann. Denke ich jetzt an Probleme bei Wittgenstein? Nein. Und ja, da eine begriffliche Vereinfachung, auch Konvention genannt, auch wie eben besprochen, auf das Zeitliche angewendet werden kann. Die Frage, weshalb die Vereinfachung in der mathematischen Zeit stattfindet, kann man vielleicht als Erklärungsansatz bei absoluten und relativen Zeitvorstellungen bei Newton und Einstein erkennen. Friedrich Cramer schreibt hierzu, um seine Gesetze formulieren zu können, musste Newton eine Abstraktion vornehmen, sich also von der Realität entfernen. Ein nicht beschleunigter oder gebremster Körper verharrt im Zustand gleichförmiger Bewegung, sagt Newton, aber in Wirklichkeit sind alle Körper beschleunigt oder gebremst. Ein reibungsfreies Pendel schwingt ewig, die Planeten umkreisen die Sonne praktisch unverändert, sagte Newton. Aber in Wirklichkeit reiben sich an pendelnde Luft und unser Planetensystem wird nicht ewig bestehen. Die Zeit als irreversible gerichtete Größe ist im newtischen Gesetz wegidealisiert. Die Änderungsgrößen hier, Beschleunigung, Bremsen, wirken als sich als Störfaktor auf ein mathematisches System aus, welche von Zeitpunkten und exakt gleichen Abständen zwischen den Punkten ausgehen. Diese Form der zahlentheoretischen Anschauung lässt die Möglichkeit der Wiederholung im mathematischen Experiment zu. Das Gegenteil der nicht diskreten irreversiblen Zeit lässt eine Anschauung nicht zu, da der eingefasste Bereich der Beobachtung hier die Zeit sich ständig verändert. Ein Beispiel für evolutionäre irreversible Systeme kann hier der Urknall, welcher sich im prozessual ins Jetzt und in das Zukünftige ausdehnt, betrachtet werden. Diesen Schritt rückgängig zu machen oder gar zu wiederholen, scheint aufgrund des sich ständigen wandelnden störfaktorialen Ausdehnungsprinzips unmöglich. Das berühmte vorsokratische philosophische Fragment, es ist unmöglich, zweimal in denselben Fluss zu steigen, veranschaulicht vielleicht jenes Gemeintes. Die nicht diskrete Zeit heißt kontinuierlich und bedeutet, dass es zwischen den Punkten immer noch einen Punkt gibt, dass es also keine kleinste Einheit existiert, sondern ein fortwährender Verlauf. Jede mögliche kurze Strecke kann in kontinuierliche Verläufe, daher als unendlich lang bezeichnet werden, da sie unendlich viele Werte hat. Akustische Signale als ein Phänomen von vielen entzieht sich also schon von ihrer Wesenhaftigkeit einer mathematischen Entsprechung. Das digitale diskrete System kann somit den Klang in seiner natürlichen Eigenschaft nicht abbilden.
Die Annäherung an die integralisierende Rechengrenze schafft nur ein zu grobes Raster, um das unendlich reichhaltige Spektrum des Klanges und dessen Verarbeitung zu generieren oder zu speichern. Das Hauptaugenmerk in dieser Untersuchung hinterfragt die Selbstverständlichkeit von Einteilung in Kategorien, Systemen, Begrifflichkeiten, welche nicht für eine dynamisierte Weiterentwicklung stehen könnten. Am Beispiel der Musik versuche ich aufzuzeigen, dass die begrenzte Struktur einer binären Darstellung im digitalen System nur eine Form von vielen Möglichkeiten der Betrachtung und Rezeption von komponiertem Klang darstellen. Am Beispiel der schon oben angesprochenen temperierten Tonsystems und dessen Harmoniegesetze für die Unterteilung der Oktave. Der Mensch braucht wahrscheinlich ein System mit willkürlich gesetzten Grenzen, um den Sachverhalt seiner meist rationalen Analysen zu überschauen. Vermutlich liegt im Zulassen aller möglichen Parameter und darüber hinaus ein Problem in der zeitgenössischen Wahrnehmungsgewohnheit des Menschen, vergleichbar mit dem klinisch-psychischen Störungsbild des Schizophrenen. Die Organisation in der Wahrnehmung des Menschen am Anfang des 21. Jahrhunderts verlangt Grenzen der Überschaubarkeit. Als populäres Gegenbeispiel ist die Hörgewohnheit von Mr. Spitz oder Spock aus Raumschiff Enterprise, eine 60er-Jahre-Serie aus den USA zu nennen, der, um sich zu entspannen, Beethoven-Sinfonien mit Bachschen Fugen und einer Mozart-Oper gleichzeitig rezipiert. Und vielleicht versuche ich mit dieser kleinen Anekdote zu sagen, dass sich diese Wahrnehmungsstrukturen des zukünftigen Menschen auch auf derartige Informationsverarbeitungsprozesse einlassen kann. Heutzutage würden viele Zeitgenossen vermutlich vom Chaos sprechen. Ich vernehme diese Bezeichnung auch im Zusammenhang mit meiner eigenen Musik. Nur weil sie nicht die verbindende Struktur einer scheinbaren Unterschiedlichkeit erkennen. Das psychische Raster, welches auf gelerntem Erinnern beruht, lässt sich nicht auf den Sachverhalt anwenden, der mehrere Parameter enthält als der psychische Apparat und dessen Programmierung. Das phänomenologisch erscheinende Chaos erzeugt ein chaotisches Abbild in der Wahrnehmung eines Menschen. Erst wenn auf einer vermutlichen Abstraktionsebene Strukturen, Muster oder Verbindungslinien zwischen den grob und zusammenhängend rezipierten Bereichen erkannt werden, synthetisiert sich die neue Erkenntnis und als Folge ergibt sich die scheinbar psychische Kontrolle einer neu gefassten Ordnung. Friedrich Kramer schreibt in diesem Zusammenhang, dass man daraus schließen könne, dass Chaos eine regelhafte in die Natur und ihre Systematik, dass Chaos eine regelhafte in der Natur und ihre Systematik vorgesehene Zustandsform ist, dass also die Welt in ihrer Grundstruktur nicht linear ist, dass sie sich aus dem deterministischen Chaos immer wieder Inseln der Ordnung hervorbringt und auf denen sie vereinfachte lineare Gesetze, auf denen unsere einfach linearen Gesetze angewendet werden können. Die Linearisierung, die wir im kartesianisch-newtischen System notwendigerweise durchführen müssen, um überhaupt physikalische Gesetze hinschreiben zu können, ist daher insulär. Den Punkt gibt es nicht. Die Annahme des Punktes ist die größte und fundamentalste Täuschung der Verführung des logischen Denkens. Insofern gibt es keine Zeitpunkte. Die eingangs erwähnten Attribute des Nichts oder der Möglichkeit des Gleichzeitigen kann sich im sprachlichen Gewand einer Übereinkunft ausdrücken, stellt aber nur einen jämmerlichen Versuch dar, die Vielheit in einer möglichen Einheit zu betrachten. Der Komponist Morton Feldman zum Beispiel erinnerte sich erst nach seiner Kindheit erstmal gesehen zu haben, dass der Regenbogen nicht aus den Farben Blau, Grün, Gelb und Rot besteht. Die Farbtheorie spricht im Gegensatz zu dieser perzeptiven Einschätzung der Hauptfarben von Rot, Gelb und Blau, deren erste Mischung zu Orange, Grün und Violett führt, sondern aus unendlich vielen Zwischentönen und somit Blau, Grün, Gelb und Rot nur als Zwischenstufen in einem kontinuierlichen Farbverlauf der Farbtöne sind. Die visuelle Realität des Regenbogens, dass es in ihm keine Hauptfarben gibt, dass es keine Hierarchie der Farben in ihm gibt. Und dennoch hatte er etwa 15 Jahre seines Lebens, also der Komponist Morton Feldman, nur 4 Farben im Regenbogen gesehen und nicht einmal so viele Farben, wie es Worte für Farben gibt. Die Begründung, der Begriff gleichzeitig lässt sich weder quantenmechanisch noch sinnesphysiologisch belegen. Hierzu kann man auch meine Studie Elektrische Meditation in dem Skriptum nachlesen und das Video angucken. Ich verweise hier darauf und lese weiter. Das sehr schön beschriebene Bild der Wahrnehmung in der Genese bei Morton Feldman kann man auf viele Lebensbereiche übertragen. Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Reflektieren über künstlerische Tätigkeit im experimentellen Rahmen. Man geht das Wagnis ein, Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Wo sehen Sie im übertragenen Sinne nur 4 Farben statt eines differenzierten Spektrums eines symbolischen Regenbogens? Die von mir angesprochene Problematik eines zu starren mit oder oft gegeneinander von Individuen im gesellschaftlichen Rahmen addiert sich aus der vereinfachenden Summe, was kaufst oder verkaufst du? Für einen Künstler war und ist es schwer, innerhalb eines Welt- und Menschenbildes zu agieren, das nur noch auf die Formen von Marktgesetzlichkeiten reduziert wird.
Die Freiwilligkeit im Tauschhandel ist abgelöst durch die individuell existierende Problematik einer Überlebensstrategie. Diese für viele nicht hinnehmbare Reduzierung auf den reinen Marktwert zeigt sich auch in einer sich ausbreitenden kritischen Sichtweise tradierter Wirtschaftswerte. Man kann auch im materialen Äußeren einer Architektur zum Beispiel erkennen, ob der Bauträger nur wirtschaftlich oder dem Menschen zugewandelt handelt oder gedacht hat. Trickreich zeigen sich Vermischungsformen von wirtschaftlichem Handeln und standardisierter, ökopsychologisch fundierter Architektur. Die einerseits positiven statistischen Erkenntnisse zum Wohnraum für den Menschen werden auf einen niedrigen Standard gebracht, um diesen als Massenprodukt für billige Bauträger zu vervielfachen. Das Ergebnis hierbei ist die Verflachung als Beispiel für die Gefahr der statistischen Mittelwertbildung. Ist ein einheitliches Stadtbild, welches von München bis Hamburg gleich aussieht. Der gesellschaftliche Hintergrund oder geschichtliche dieser Anschauung fußt auf Entwicklung der Postmoderne, die auf Entwicklung der industriellen Revolution zurückzuführen ist. Seit der Aufklärung gewann das Ideal der Selbstverwirklichung des Individuums und dessen begriffliche Erfindung an Oberhand. Dies zeigt sich besonders in der beruflichen Situation des freischaffenden Künstlers, der die herrschenden Schichten insofern lenkte, als dieser für das Auftragswerk, für das Großbürgertum seinen Freiraum benötigte. Im nicht-künstlerischen Arbeitsleben würden Menschen durch Maschinen ersetzt. Dies hatte zur Folge, dass durch das in Anführungszeichen Faustrecht der Maschinen die meisten aufklärerischen Selbstbestimmungsversuche durch industrielle Kapitalisierung und somit Abhängigkeitsmaßnahmen ad absurdum geführt wurden. Die soziologisch definierte Schicht der Kleinbürger und der Proletarier entstanden und sind somit gekennzeichnet durch ein mühsames, ihr existenzielles Leben sichernde Weise zuzubringen. Diese Normierung durch eine fabrikbesitzende kapitalstarke Schicht des Großbürgertums wurde auf alle Lebensbereiche angepasst, dass somit die individualistische Entscheidung auf einen Friss oder Stirb, meint gering bezahlte Tätigkeit und Aufgabe selbstverwirklicher Tendenzen, reduziert wurde. Diese selbst von den herrschenden Schicht als dumpf empfundene Wertung und Kategorisierung des Arbeitslebens sollte durch einen neuen und als lebendig empfundenen Blick des Künstlers verschönert werden. Die Bestrebung erscheint insofern logisch, als die von mir, von der industriellen Revolution und dessen rein pragmatische Weltsicht, man denke an die Gründerjahre, keinen Platz für die Romantik ließen. Das Großbürgertum umgab sich in private Welt mit schönem Schein aus pseudo-neugotischer Träumerei. Diese private Rückzugsorte auszustatten bedeutet damals, wie heute, für viele Künstler den Broterwerb. Die Darstellung und der Symbolik der Künstler für die jeweils herrschenden Mächtigen ist sublimer geworden. Dies zeigt sich in der Verknüpfung von Medienmacht und Darstellung von bildender Kunst. Die Musik weiß kaum noch Berührungsängste und reflektierten Abstand zur Macht aus, weil die Komponisten seit teilweise 250 Jahren tot sind und somit keine Gefahr für ein normiertes politisches Weltbild sein können. Der statistische Mittelwert transformiert das Individuelle in eine Durchschnittsentscheidung von demokratisch gewählten Volksvertretern. Für ein medial erzeugtes Verständnis von Politik nach dem von Georg Kerouac gebildeten Wahlspruch »Gemeinsam sind wir Arschlöcher«. Der Erziehungswissenschaftler Karl-Heinz Dickhoff schreibt zum Verständnis einer zeitgenössischen Demokratie, das Einzelne ist nicht mehr wert, Gegenstand der Wissenschaft zu sein, denn wissenschaftliche Aussagen beinhalten in sich schon, dass die Allgemeinheitskriterien genügen. Insofern spiegelt auch die Aufklärung den Menschen etwas ganz Falsches vor, denn sie verkündet zwar dessen Befreiung, Emanzipation, baut aber tatsächlich auf dem Dach des Allgemeinen ein Unterdrückungsinstrument aus, das schließlich das Besondere im Einzelnen gänzlich auslöscht und somit den Terror der Vernunft und den Menschen als einzelne Persönlichkeit auslöscht. Andererseits muss die Möglichkeit einer autonomen Lebensweise auf einem Basis mit hohem Niveau sockeln, man kann sagen Doppelsockeln. Diese Basis sollte einen möglichst hohen Bildungsstand mit einem Potenzial an abstrakter Denkfähigkeit ausmachen. In der Disziplin in Kombination mit einer organisch gefassten Strukturbildung kann man eine Möglichkeit der getierten künstlerischen Arbeits- und Sichtweise entdecken. Die Normierung gibt Sicherheit und schafft Rückzugsort für die Ausarbeitung von Reformen, die angesprochene organische Struktur ausmachen. In der im Text angesprochenen Behauptung, Mathematik solle organischer werden, steckt die intuitive Erkenntnis eines zu starren Ordnungssystems der Zahlenwelt, und die auch unsere Lebenswelt bedingt. Man denke nur an die jährliche Steuererklärung. Die Starrheit einer gefassten Meinung und der scheinbar damit verbundenen und des damit scheinbar verbundenen Wahrheitsgehaltes, der unsere Lebenswelt gestaltet, zu hinterfragen und neu zu strukturieren, steckt hinter der von mir verwendeten Symbolik der Organik. Im Vergleich mit der mit Erkenntnis aus der Hirnforschung, bei dem die netzwerkartigen Strukturen an Synapsen, Nervenzellen zu erforschen, können die verwendete Symbolik in ein Bild tauchen. Neue Erkenntnisse auf interdisziplinären Wege schaffen neue organische Nervenverbindungen in Hirnteilen von teilweise gegensätzlicher Funktion, wobei auch die Literatur von nicht eindeutig zu lokalisierenden Hirnarealen für bestimmte Körperfunktionen spricht. Die ständige Änderung von Funktionswerten und Funktionsorten und Neuverknüpfung von Nervenzellen im menschlichen Hirn könnten ein Vorbild für ein weniger starres künstlerisches Leben und ein Leben im Allgemeinen darstellen.
Die angesprochene autonome Lebensweise muss aufgrund der Schwierigkeit keiner eindeutigen Systematik und ein in sich ständig veränderndes Informationssystem einen Bildungsstand und eine abstrakte Reflexion aufweisen, der diesen unsicheren Zustand und diese Gegensätzlichkeit auch zulassen kann. Konkret zeigt sich dies in der Fähigkeit im Erkennen und Einordnen bzw. Nicht-Einordnen von Gegensätzlichkeiten. Die Eindeutigkeit auf die Konvention einer Begrifflichkeit ist somit schwierig geworden im definitorischen Sinne. Ein Denkfehler wäre in dem Zusammenhang von Asozialität zu sprechen, da diese Begrifflichkeit für eine Verflachung und Vereinfachung des Lebens stehen könnte. Vielmehr die Synthesebildung aus der scheinbaren Gegensätzlichkeit im Gedankengut soll eine weitere des immaterialen Unfassbaren lenken. Die Grenze einer mathematischen Mikroskopierung werden sicht-, unfühlbar oder unsichtbar. Das Elektronenmikroskop eröffnet uns Einblicke in den Körper, der in seiner Schönheit und Schrecklichkeit so grenzenlos wirkt wie das Meer. Je mehr die Vergrößerung zunimmt, desto mehr gewinnt das Fleisch, sich aufzulösen. Die Muskelfasern gewinnen einen kristallinen Aspekt. Wir sehen, dass sie aus langen, wohlgeordneten Molekülspiralen bestehen und all diese Moleküle schwanken wie Weizen im Wind durch unsichtbare Wellen, die viele Millionen Mal in der Sekunde pulsieren. Woraus bestehen diese Moleküle? Können wir uns mit dem Elektronenmikroskop noch weiter in die Welt des Allerkleinsten vordringen, so sehen wir die Atome. Winzige schattenhafte Kugeln, die in den Molekülen um ihren festen Platz tanzen, dabei manchmal im vollkommenen Rhythmus mit ihrem Partner die Positionen tauschend. Und jetzt sehen wir eines dieser Atome an. Sein Innerstes ist durch eine Wolke von Elektronen verschleiert. Wir kommen näher, verstärken die Vergrößerung, die Schale löst sich auf. Wir blicken ins Innere, da wissen wir, es ist ein Kern. Wir sehen uns im Raum an, und da ist er ein winziger Punkt. Endlich haben wir etwas Festes, Greifbares, einen Bezugspunkt, entdeckt aber nein, sobald wir uns dem Atomkern nähern, beginnt auch dieser sich aufzulösen. Er ist nichts als ein anderes, als ein oszillierendes Feld rhythmischer Wellen. Innerhalb des Kerns sind andere organisierte Felder, Protonen, Neutronen, sogar noch kleinere Teilchen. Sobald wir uns diesen Partikeln nähern, löst sich auch dieses in Schwingungen auf. Die Wissenschaftler suchen immer nach den primären Bausteinen der materialen Welt oder materiellen Welt. In unseren Tagen sind es die Suche nach den Quarks, merkwürdige subatomare Einheiten, deren Eigenschaften sie mit Begriffen wie oben sein, unten sein, Charme, Fremdartigkeit, Wahrheit, Schönheit, Farbe und Geschmack beschreiben. Aber wie dem auch sei, wenn wir uns diesen merkwürdigen Quarks nähern und herankommen, schmelzen auch diese weg. Auch sie können keinen Anspruch auf Festigkeit erheben. Selbst ihre Geschwindigkeit und ihre Position ist unklar und es bleibt von ihnen nur Beziehung und Schwingungsmuster. Woraus bestehen also diese Körper? Woraus besteht solch ein Körper? Im definitorischen Sinne. Er besteht aus Leere und Rhythmus. Im Innersten des Körpers, im Herzen der Welten, gibt es keine feste Materie. Es gibt nur den Tanz. Weiterhin eine Partitur, die ist nachzulesen auf den Seiten 33, 34. Ich komme weiter. Oder 32, 33 zum kunstwissenschaftstheoretischen Diskurs. 141. Falsifikation als Methode für die wissenschaftliche Entwicklung. Die Hypothesen werden mittels der jeweiligen wissenschaftlichen Methode auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Nach Popper kann in der Logik der Forschung eine Analogie dieser Geschichte der wissenschaftlichen Geschichte so beschrieben werden. Um uns von der quasi induktiven Entwicklung ein Bild zu machen, können wir uns verschiedene Ideen von Hypothesen etwa durch dem Bild einer in Flüssigkeit schwebenden Teilchen veranschaulichen. Der Niederschlag dieser Teilchen an der Basis des Gefäßes ist die Wissenschaft, die sozusagen im Allgemeinheiten entwickelt. In Klammer, das Dicke des Niederschlages wächst, jede neue Schicht entspricht einer neuen Theorie, die allgemeiner ist als die darunterliegende. Die eigentliche Wahrheit wird mit diesem analogen Bild nicht gesucht, vielmehr geht es um die Verbesserung einer Beschreibung über die Lebenswelt. So werden auch jene wissenschaftliche Ausrichtungen unterschiedliche Strategie und Erkenntnisgewinnungen gewählt, die experimentell quantitativ empirische gewählt. Die experimentell qualitativ oder quantitativ empirische Methode wurde und wird nach diesem naturwissenschaftlich-medizinischen Modell zugeordnet. So werden isolierte Variablen über eine wissenschaftliche Problemstellung untersucht, um diese mittels quantitativ-statistischer Methoden zu falsifizieren. Die aus philosophischer Fakultät stammende Psychologie mit ursprünglich hermeneutischer Ausrichtung hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts immer mehr zur empirisch-quantitativen Forschungsrichtung der Naturwissenschaft angenähert. Dies hat zu Erkenntnissen geführt, dass man das menschliche Verhalten mit den oben beschriebenen statistischen Methoden untersuchen kann. Im scheinbaren Gegensatz beschreibt diese wissenschaftliche Methode allgemein genannte Geschichtswissenschaften. Dieser Kern ist in der Auslegung zu sehen, des zu untersuchenden Sachverhalts durch einen oder mehreren Experten. Diese bewerten den Sachverhalt an Darstellung der Originalquellen und deren Vergleich untereinander. Hierbei wird versucht, die subjektive Alltagssichtweise zugunsten einer Expertensicht durch Bildung objektivieren scheint aufzugeben. Zusätzlich versucht man in der Geschichtswissenschaft durch Vergleich auf lokal bis internationaler Ebene eine intersubjektive Sichtweise zu schaffen, welche sich auf der Erkenntnisgefindung objektivieren auswirken sollte. Im Vergleich dann. Die historischen Wissenschaftskategorien zielen auf Verhaltensweisen des Forschers ab, seiner und ihrer Erfahrung.
Mit den genannten Methoden wird und wurde eine Form der Ordnung für die systematische Betrachtung der Erfahrung möglich. Die Wiederholbarkeit der in Anführungszeichen Messung und deren Ergebnisse als Erfahrung dienen als weitere Tests für deren Aussagefähigkeit. Allerdings sind genannte Aussagen auf dem experimentell-qualitativen Forschungsbereich beschränkt. Diese auslegende Wissenschaft ist ganz allgemein gesagt ein Kind ihrer Zeit. Die historischen Wertmuster falsifizieren sich im zukünftigen. In der Änderung der allgemeinen Sicht auf den Teilbereich der Wissenschaft im Leben ändert sich dessen Ergebnisse und Erfahrungswerte und nicht zuletzt dessen Methoden. Selbstverständlichkeiten wie die Kategorisierung, die Paradigmen, die zu der Zeit die Aussagen finden, sind eben auf deren selben degradiert. Zeitlose Erfahrungswerte scheinen die temporäre Situation im langsamen Tempo zu durchlaufen, so denke man an Extremfall Moden oder Werbebotschaften. Weshalb erwähne ich dies im 21. Jahrhundert schon historisch anmutender wissenschaftstheoretischen Diskurs. Als praktischer Künstler definiere ich mich ganz objektiv durch die Vergangenheit. Erst im Zurückschauen bleibt mir die Möglichkeit, die Erfahrung der Vergangenheit systematisch zu betrachten. Das gelebte Leben erscheint durch den Spiegel der Vergangenheit kontrollierbar. Weiterhin glaube ich an die nachträgliche Ordnung, das heißt, um sich in sich erinnern wird Platz für die notwendige Reflexion geschaffen. Allgemein gesagt kann eine Diskussion über das kunstwissenschaftliche Bild eine Annäherung der Teilbereiche Kunst, Wissenschaft und praktizierende bildende Kunst und Musik zulassen. Auch der Künstler hinterfragt seine Zeit und dessen Selbstverständlichkeit. Die normative Ordnung gibt oft den Anstoß für eine künstlerische Betätigung. Im Gegensatz zur Wissenschaft, die als primäres Anliegen an einen Erkenntnisgewinn gekoppelt, mit einer überdurchschnittlichen Neugier anstrebt, definiert der Künstler keine bestimmte Hypothese über eine Problemstellung in der Kunst. So gibt es sicherlich fachliche Problemstellungen wie die Farbfragen für den Maler. Die werden meist intuitiv bearbeitet. Tiefenpsychologisch bedeutet es dem Künstler kein klares Bewusstsein der Systematik des Problembereichs gegeben wie dem Wissenschaftler. Nicht generell pauschal gesagt, aber jetzt auf die Methodologie angesprochen. Es gibt natürlich auch serielle Künstler oder entsprechend Künstler, die nach vorher ausgeprüften Konzepten arbeiten. Aber in dem Findungsprozess der Exploration könnten nicht die systematischen Bereiche im Allgemeinen abgedeckt werden, wie sie in der Wissenschaft im Erkenntnisgewinn strebend zugeordnet wird. Tja, und somit die wissenschaftlichen Forscher würden die Tätigkeit des Malers zum Beispiel als vorwissenschaftlich erklären, aufgrund der für ihn mangelnden Systematik bezüglich der Problemstellung der klaren Nennung einer Hypothese als Vermutung, die es zu überprüfen gilt. Interessanterweise waren es Wissenschaftler wie Kuhn oder Feierabend, die eine im Satz genannte Feststellung relativieren. Durch Kuhn wurde der normale Wissenschaftsablauf mit Verifikations- Falsifikationsmodellen neu gedeutet. Durch kunsthistorische Quellensuche ergab sich ein neues Bild der Wissenschaftsgeschichte. Das Neue ereignete sich durch die wissenschaftliche Revolution, welche als Paradigmenwechsel beschrieben wurde. Für einen Künstler ergibt sich ein faszinierendes Potenzial zur Neubetrachtung von Kunst und Wissenschaft. Die Neuerung kommt nicht selten leise daher, sondern kippt alte Seh- und Hörvorstellungen, Erlebnisweisen. Die angesprochene wissenschaftliche Revolution ist außerhalb von wissenschaftlich geordneten Wahrnehmungsbereichen zu betrachten. Wobei das Betrachten die falsche Bezeichnung für ein, besser gesagt, Erleben steht. Eine Umwälzung der bisherigen Ordnung schafft erst das Chaos und die historisch bekundete feierabendliche Aussage des Anything Goes. Jenseits einer Rationalität etabliert sich eine neue Sichtweise auf den Lebensbereich der Wissenschaft. Die Stufe der Vorwissenschaft scheint wieder erreicht zu sein. Kritisch gedeutet könnte jenes einen Rückschritt in Richtung Regression bedeuten. Genau an diesem Punkt vollzog sich nach Kuhn das Neue, welches sich aus der wissenschaftlichen Fragestellung formuliert, sondern das Leben und dessen Zeit mit einbezog. Literatur nennt in diesem Kontext den von Stegmüller gebildeten Begriff der Rationalitätslücke der Wissenschaftsgeschichte. Aber selbst das Empfehlen des Anything Goes eines Paul Feierabends ist kein Freibrief für Ignoranz und Denkfaulheit. Zwar bezeichnet er die Wissenschaftstheorie als Scheinfach, dass der Wissenschaft einen Namen hat, dem es aber keine einzige brauchbare Idee abbringt oder verdankt. Andererseits ist seine anarchistische Erkenntnistheorie alles andere als ein Plädoyer für Dummheit. Ich habe keine Sympathie für Leute, die sich ausdrücken möchten, ohne sich die Mühe zu machen, eine Persönlichkeit zu entwickeln, die wert ist, ausgedrückt zu werden. Predigt man ihnen den Anarchismus, führt dies zu nichts. Wir wollen ja neue Beziehungen zwischen den Wohlgegliedern und Ganzheiten schaffen und nicht ein paar Wellen in einem Meer des öden Dahintreibens. Der Anarchismus ist ein Heilmittel für strenge Denker, die mit der Strenge zu weit gegangen sind. Die Rationalitätslücke, wie kann man diese deuten? Vermutlich mit den Mitteln der Intuition der oben genannten Einsicht in etwas. Ich muss mich dem Gegenstand nähern, der schwebt mit Nichtsprachlichen vor Augen und dieses Gefühl zu beschreiben, scheint mir schwierig. Draußen erscheint die Sonne oder scheint diese, der Begriff jenes in Deutung einer konventionalen Kommunikationsstrategie misslingt,
Verdammt, ich bin ein bildender Künstler, weshalb dieser Umstand. Heute arbeite ich mit Beton. It works auch ohne Worte. Ich muss an Husserl denken. Vermutlich habe ich vergessen. Ich will nicht nachschauen. Ich glaube, ich muss mit nachschauen. Hiermit schlage ich die Größe meiner Befindlichkeit mit Husserl sinnfrei. Was ist zwingfrei? Das 8, hey, U, 8, 9, 8, 2, 8, ein Code ohne Sinn, also beziehungslos, kompromisslos, Begrifflichkeit. Musik, Banane, eine Nennung ohne Bezug zu etwas, so war es doch der Bezug, Setzung zu etwas, Phänomenologie. Im Bewusstsein gespeichert und die damalige Lernerei verinnerlicht. Vergessen, wie wohl tut der Umstand. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Eine Benennung von Wolfsheim, 5 Worte, von Wort rein. Auslösung von etwas beim Lesen, meine Dachwohnung ist heiß wie eine Bäckerei, mein Hirn und meine Logik schmilzt dahin. Gut so, oder viel zu viel Bier, gestern Tatsache. 1,5, Stimmführung als Methodik für die Kunst und Musik. Was hat das oben genannte mit Musik mit dem Hörbaren zu tun? Viele Komponisten entwickeln in ihren Werken ein utopisches Gesellschaftsmodell. Man kann die Grundlage für die Vermeidung und Setzung von Tönen, Frequenzen in einem mehr oder weniger bewussten Motiv zur politischen Realisierung erkennen. Ohne nun die Zahl oder den Zufall, das Konzept oder die Improvisation hier zu beitragen, ist irrelevant in Bezug zu utopisch erlebten innerlichen Schaffensdrang des Künstlers. Der Zeitbezug im Dialog mit dem statischen Raumbegriff ergibt in der Summe eine relativ Korrelation von zum Beispiel Wasser und Hitze, die addiert Gasförmigkeit ergeben. Die Relativität ist in der immateriellen chaotischen Struktur am Beispiel von Wasserdampf zu erkennen. Wenn man sich auf das Medium Klangkunst und Experimentalmusik bezüglich bildender Kunst einlässt, verfährt man willkürlich auf die scheinbare Gemeinsamkeit von Methodik. Eine für meine Arbeit wichtige Methode ist die Schichtung, die sich aus der traditionellen Stimmführung alter Musik ableitet. Die Mehrstimmigkeit in der Musik des Mittelalters folgt in der musikgeschichtlichen Entwicklung einer Ausweitung von Regeln, die der Improvisation immer weniger Raum lassen. Die Musik des Barocks folgt mehreren Kann- und Sollregeln, die die Komposition, aber auch Improvisation ihrer Formhaftigkeit bestimmen. Man denke hier an die Generalbasszahlen, die entsprechende Harmonien fordern, das Spiel, die Regel verfeinert, dass sich in strengen Kompositionsanweisungen, die in Stimmführungsregeln münden. Verbotsregeln sind das Ergebnis intensiver Studien mit Sängern als Singulär- oder Polyphonieinstrument. Unisono oder eben Harmonie. Selbstständige laufende Stimmen. So zeigt sich, dass der Teufel im Mittelalter in Form eines verbotsgesetzten Tritonusintervalls, der laut Regel ja nicht vorkommen darf. Das eigentlich Bestimmende an dieser Mehrstimmigkeit für meine elektronische Komposition ist die Transparenz der Zeit. Das heißt, wir können 2 bis 20 Stimmen und mehr wahrnehmen. Die Schichtung nutzt das Prinzip der Transparenz, indem sie die hörbaren Strukturen mit den unhörbaren mischen. Das Ergebnis kann als Klangmalerei erfahren werden, in welche der oben angesprochenen Zustand eines universalen Mikrokosmos in Erfüllung geht. Die Schichtung wird so konzentriert, dass mittels mehrkanaliger elektronischer Studiotechnik durchgeführt, dass der Eindruck entsteht, man hantiere mit fassbaren Materialien, wie ein Bildhauer beispielsweise mit Beton oder Holz oder naja, und so weiter. Die Dichte und Strukturtiefe in der Musik lässt ein neues Gefühl für Materie entstehen, die zwar immateriell, aber dennoch so körperlich scheint, dass man sie als Komponist wie als Bildhauer in einer Phänomenologie bewegen kann. Diese Technik des Schichtens, die durch immer neu Hinzufügen von Stimmen, das heißt auskomponierter elektronischer und konkreten Klängen, kann auch auf visuelle Werkprozesse adaptiert werden. Im Videobereich kann man mittels Timeline in seinem Videobearbeitungsprogramm im Rechner auch analog zur musikalischen Komposition mit Stimmen bis zur Unendlichkeit, also je nach Speicherabhängigkeit, arbeiten. Die Hörbarkeit und Sehbarkeit wird über die Videofilter beeinflusst. Diese lichtreagierenden Videofilter können mittels Lumineszenz, Transparenz und Farbfilter in Flamme Blue oder Greenbox oder was auch immer eine Flimmer-Bildharmonie ergeben, indem die Bestandteile der Übereinandergeschichte in Videobilder ein neues Ganzes ergeben. Analog zur Obertontheorie der Naturtonreihe kann man im Videobereich eine Farbskala definieren, welche mit den jeweiligen spezifischen Farbfrequenzen der einzelnen Bildschichten reagiert. Diese Farbskala kann auch außerhalb der menschlichen Wahrnehmung liegen, da diese Frequenzen als reine Modulationsfrequenzen für die sich ergebende Synthese aus sehbaren und nicht sehbaren Frequenzen arbeiten. Die Modulationsfrequenz in der Addition und Substraktion mit den jeweiligen Videobildfrequenzen hat im Ergebnis einen neuen visuellen und damit mathematischen Eindruck, der auch im Auge des Betrachters eine Farbfrequenz erzeugen soll, vergleichbar einem Phänomen, das wir aus der Kunstgeschichte des Punktmalens, kennt, bei der die Farbe im Auge des Betrachters gemischt wird. Das Erlebnis kann man als eine psychologische Hinzufügung von Farbe und Farbmischung betrachten. So gibt es neben der akustischen Residualtheorie auch die bei der Zusatzfrequenzen im Ohr entstehen, auch ein visuelles Korrelat, wie gerade erklärt. Eine Videobildschichtung ist einsehbar, elfstimmig als Videostil im Skriptum, Seite 38. 1,6, intuitive Determination als Kompositionsmethode. Intuition, der augenblickliche Einblick in etwas. Determination der Prozesse wird formalisiert, fixiert. Folgende Abschnitt speist sich aus dem von mir verfassten Manuskript, das während der Studienzeit 96 bis 2007 persönliche Sichtweisen notiert. Jetzt, im Jahre 2008, muss ich aus mehreren 100 Seiten für die künstlerische Doktorarbeit filtern. Das gesamte Manuskript liest sich nicht linear, sondern kann mit einer Internetseite verglichen werden, in der man sogenannte Klickbuttons zu Ober- oder Untermenüs kommen kann. Diese Menüs sind wiederum netzwerkartig verschaltet. Assoziativ kann man sich von einem Gedankenpunkt am Anfang ein Potenzial in der Verknüpfung an beliebiger Stelle in der Mitte, am Anfang, in der Halbmitte und so weiter erkennen. Die Struktur des Textes ergibt sich aus einer Systematik, die keine starren von vorab formulierten Logik folgt, sondern einen prozessualen Kontext in der Entstehung und Entwicklung des Textes betonen.
Mai 2000. Diese Einführung ist komponiert mit den Methoden der intuitiven Determination. Der Prozess ergibt sich naturwüchsig und ist und kann nachgearbeitet werden. Meine Collagen sind nach dem gleichen Prinzip gestaltet, wobei sich das Prinzip selbst langsam auflöst. Die vielen Bezugspunkte in meiner Musik bilden den Raum für freie Assoziation. Die Form ist naturwüchsig entstanden wie ein Klavier, das sich nach und nach verstimmt und so ein neues Tonsystem bildet. Ich als Gestalter drehe aber noch an den Stimmwirbeln, bis ein für mich annähernd perfektes Tonsystem gefunden wurde. Die Offenheit des Themas mit ihren vielen Farbnuancen ist Vor- und Nachteil zugleich. So bezieht es den Forscher sozusagen mit ein in den Prozess des künstlerischen Machens. Cage schrieb sein Buch Silence nach einer der von ihm entwickelten Methode. Meine Methode transzendiert den Inhalt und relativiert sich selbst, also in Anspruch nach einer Methode. Die Physik ist mit ihren Entdeckungen nicht den sicheren empirischen Weg gegangen, sondern der eigentliche Einblick in etwas, die Intuition lassen dem fiebernden Hirn keine Wahl. Die Störung im Falle von Albert Einstein auf Licht reiten zu wollen, wollte erklärt werden. Hier ist nachlesbar aus Silence von Cage Gedichte, welche auch gleich Kompositionsanweisungen sind, die mit dem I Ching gemacht wurden. Endet auf den Satz, mache ich etwas falsch. Schnitt. Das intuitive Zusammenstellen von Materialien, Klängen oder Textbausteinen ist mit improvisatorisch-aleatorischen Strategien in der Musik vergleichbar. Der Musiker reagiert in der Improvisation spontan auf sich und auf Mitmusiker. Das blitzschnelle Erkennen von musikalischen Strukturen und darauf zu reagieren, basiert auf jahrelang traditioneller Übung am Instrument. Wichtig zu erwähnen, dass es sich hierbei um ein Naturinstrument wie Klavier, Violin, Trompete oder Tuba oder so weiter handeln sollte, da bei einer musikalischen Erziehung am klassischen Instrument das Ohr für den Naturklang gebildet wird. Man denkt ja an die Obertonreihe. Kein Synthesizer oder sonst ein elektronisches Instrument sollte hier bei der Entwicklung des Gehörs im Vordergrund stehen, da, wie ich im Teil der elektronischen Geschichte der elektronischen Musik aufzeigen versucht habe, nur durch die natürliche Schwingung der Saite des klassischen Instruments alle natürlichen Obertöne entstehen können. Meist unbewusst werden die Bausteine der Musik am Beispiel der schwingenden Saite, zum Beispiel im Klavier, mit ihrem reichhaltigen Spektrum wahrgenommen. Ein Problem wäre die einseitige Ausbildung eines Musikers am rein elektronischen Instrument, da dort nur die rechnerische Größe einer musikalischen Ableitung wiedergegeben werden. Also man denke an einen Grundton und dessen abgeleitete Quinte und Quart und was weiß ich. Diese bilden nur eine exponentielle Ableitung dessen und sind keine eigene Grundtonigkeit mit eigener obertonhaftiger Struktur und deren natürlichen Phasen, sondern nur eine rechnerische Ableitung. Man denke hier von Fx, F' von X und so weiter. Das sind die gleichen Prinzipien, nur angewandt auf die Musik im Bereich der Elektronik. Nun, der Königsweg zur Entwicklung der eigenen Musik führt meiner Meinung nach immer noch über das klassische Studium an Naturinstrumenten und darauf aufbauend zur elektronischen Musik zu gelangen. Der erworbene Fundus an Möglichkeiten wird in neuer, im Jetzt entstandener Kombination verwoben. In der bildenden Kunst habe ich versucht, diese improvisatorischen Tendenzen ins Zusammenstellen von gefundenen Materialien, Holz, Draht, Metall, Stoff umzusetzen. Als Beispiel gehen hier die Studien Bierschiff und Tier sowie das Architekturmodell, um zu veranschaulichen. Zersägtes Holz bildet den Ausgangspunkt für die im Moment entstehende Form. Ich wähle verschiedene kleine Holzstücke, die ein anderer vielleicht zersägt hat und als Ateliermöbel beseitigen wollte und komponiere dieses spontan. Vor dem inneren Auge erscheinen mögliche Kombinationen der Holzstücke und ich montiere diese nach meinen Eindrücken. Bei manchen dieser intuitiven Gestaltbildungen im Kopf muss ich ohne irgendwelche Gestaltgesetze zu berücksichtigen fast zwanghaft eine bestimmte Kombination oder Komposition der Holzstücke bilden. Diese erscheinen mir im Kopf als unabdingbar logisch, ohne die Logik an sich oder deren Begründung zu erkennen. Lange Zeit nach der Konstruktion befrage ich das Objekt und dessen Gestalthaftigkeit und versuche neben meinen subjektiven Erkenntnissen auch objektive Faktoren wie wissenschaftliche Fragestellen zu der Problematik der Kombinatorik zu berücksichtigen. Dieser Prozess stellt sich aber erst nach der intuitiven Arbeitsweise ein. Erst wurde das Werk geschaffen, dann wurde es befragt und vielleicht einer Analyse mit wissenschaftlichen Fragestellungen unterzogen. Ich versuche also zu erkennen, was ich da mache. Die oft postulierte Sinnlosigkeit von Kunst ist eben durch unterschiedliche Strategien zu begegnen. In meinem Fall leite ich aus der Erkenntnis der Wissenschaft einen eklektischen Ansatz der Erklärung für die Kunst dabei. Hier sind die Bilder, die Studien abgebildet. Man kann sehen, weiter 42. Experimentelle Poetik und Ästhetisierung. Materialität des Alltags zu erfahren, in einem neuen Kontext zu erkennen, bedeutet für mich eine Form der Ästhetisierung. So können in angesprochenen Erfahrungshorizonten einer scheinbaren Gegensätzlichkeit gestalthafte Gemeinsamkeiten entdeckt werden. Der trainierte Sinn des Künstlers durchsiebt die Umwelt in meist unbewusster Manier nach merkwürdigen, auffälligen oder sonst verdrehten Mustern und unzusammenhängenden Eigenschaften von materialer und antimaterialer Welt. Bei psychologischen Experimenten mit standardisierten Problemstellungen tendieren Versuchspersonen aus kreativen Berufen zu unkonventionelleren und kreativeren Lösungsversuchen oder Strategien im Vergleich zu dem statistischen Mittelwert von allgemeinen Versuchsgruppen. Diese Tendenzen einer scheinbaren komplizierten Sicht im Problemlösungsverhalten sind vermutlich auf die ausgebildete abstrahierte Wahrnehmung bei künstlerischen Berufen zurückzuführen. Die schematische Norm einer Strategie zur Lösung eines Problems wird zugunsten einer erfinderischen Neuordnung in der Zusammenstellung von dem jeweiligen Sachverhalt aufgegeben. Die Aussage einer Vorgabe wie etwa Kunst braucht Grenzen relativiert sich in der unendlich näheren
Annäherung an eine verschwimmende Grenze, vergleichbar des genannten Zitates zur Sicht des Elektronenmikroskopes in mikrokosmischen Welten bei Georg Lennart. Die Ästhetisierung erschafft sich eben in dieser Alltagswahrnehmung ein Moment der Magie, der durch die strukturelle Neuordnung der Muster, der vorgegebenen Ordnung und scheinbar bindenden Normen einen Bruch entdeckt, die durch Sozialisation erworbene Wissen mit überlieferten Vorstellungen bricht sich im Gefühl der Betrachtung der Künstlerin. Das als zu starr empfundene Weltbild oder Welterklärungsbild verschwimmt in den vorgegebenen Grenzen und relativiert sich, um sich vielleicht in neu strukturierter Weise als menschliches Wahrnehmungsmodell anzubieten. Diese sehr subjektiven Erkenntnisse können vielleicht einem Erklärungsversuch für eine künstlerische Motivation dienen. Kritisch anzumerken ist vielleicht die Problematik einer reinen Selbsterfahrung im künstlerischen Handeln zu erkennen. Ich glaube, dass genau diese subjektiven Prozesse, welche, sagen wir, im Privaten stattfinden, zu einer Möglichkeit gelangen können, über die persönliche und allgemeine intersubjektive Sichtweise des menschlichen Handelns kommen zu können. Der geforderte, hermeneutisch gefärbte Aussage und die demzufolgende intersubjektive Sichtweise, die im Objekt erkennt, ist in künstlerischen Entwicklung von privaten Studien in der Ausbildung auf einer Kunsthochschule hin zu einer verständlichen Formsprache in der Literatur zur Problematik der konvertiblen Wertmuster nachlesbar. Schnitt. Es ist Anfang 2008, die Sonne scheint, ich sitze leicht bekleidet draußen und zeichne, einfach so, ohne Grund. Und sehe dem Bleistift zu, wie er sich bewegt, und dann passiert es, die Linien bilden Formen, sie bilden Räume mit Lichtverhältnissen, und der Stift scheint gezielter zu zeichnen. Ich staune, wieder einmal, da kommen die Dimensionen vor dem Auge sich verbinden sehen, das scheinbarende Chaos ergibt Sinn, es bilden sich neue Zusammenhänge aus alten, dreidimensional gedachten Situationen, die Räume sind irgendwie verschachtelt, weiterhin bin ich Beobachter der lebendigen Linie, sie erzählen mir etwas, wenn ich genauer hinhören will, verschwimmt es vor meinen Augen, ach. Schon wieder Tränenflüssigkeit, oder? Ich gönne der angenehmen Langweiligkeit eine zweite Instanz. Die Zeit vergeht und ich denke nach beim Zeichnen über das bisher Geschriebene, über die 3, 4, 5 unendlich Dimensionalität, und ich lande wieder bei meinem Schichtenmodell. Ich blicke in den grünen Park und sehe die mehrteilige Raumtiefe. Der Stift zeichnet ein irgendwas, eine Wolke. Nein, es wird eine Bierflasche im fünfdimensionalen Raum. Die Landschaften sind überlagert und sie verbinden sich auf dem Papier. Die scheinbare Dreidimensionalität wird über eine andere Dreidimensionalität gelegt. Sie sind jetzt 6 Dimensionen. Die Geschichte in Videospuren ohne Video im Realen des Grüns mit seinen schillernden Lichtverhältnissen, eigentlich kein Grün. Interessant. Die verschiedenen Dimensionen auf dem Papier verbinden sich zu einer neuen Form, die über dem anderen schwebt. Transparenz, bei der im Moment, ja, ich kann mehrstimmig hören. Fugen, Bach, warum auch nicht mehrstimmig sehen. Die vielen Videostudien belegen meinen Blick durch gezeichnete Wurmlöcher. Diese verbinden die Formen einer gegensätzlichen Welt. Darf ich so subjektiv in einer Doktorarbeit schreiben? Ich denke ja, es dient dem Leser zur Erkenntnis über mein und sein, ihr, hören, sehen. Gerade die Betrachtung eines Systems als Theorie und dessen relative Grenzen zu sehen ist in der Möglichkeit der Erkenntnisgewinnung meiner Kunst, ist eine Möglichkeit. So ist keine absolute Philosophie für rezeptartig zu verschreiben. Man denke an Hegelsche Welterklärungsmodelle eines Ich im Geiste der Geschichte bewusst werdenden kollektiven Ichs. Mein Geist erkennt sich und vergisst sein Erkennen. Vielleicht erkennt sich vielleicht nochmal, ohne die ersten Erkenntnisse zu denken, da er die vielleicht vergessen hat. Scheinbar verschachtelt verlaufen die Gedanken und schaffen ein ungezwungenes Bewusstsein einer künstlerischen Existenz, die jenseits den üblichen Mustern verläuft. So ergibt sich im Kontext einer großen Unübersichtlichkeit am Anfang des 21. Jahrhunderts für viele die Problematik einer fehlenden Definition seiner oder ihrer Individualität. Orientierungslosigkeit in der Postmoderne. Die klassischen Wertmuster haben aufgrund pluralistischer Entwicklung an Bedeutung verloren. Hierzu habe ich sozialwissenschaftliche Literatur in folgende Beschreibung gefunden, wo die Suche nach verlorener Teleologie resigniert und die Suche nach der verlorenen Essenz definitiv vergeblich wird. Da, gerade da, kommt es zur Hochkonjunktur des Fundamentalthemas Identität. Der Identitätsbegriff macht gegenwärtig seine Karriere als Ersatzpendens für Teleologie, anders gesagt, der moderne Verlust des Wesens als ein Minimalsurrogat. Der Identität und der moderne Telos-Schwund etabliert sich als Schund-Telos, die Identität. Die aktuelle Konjunktur des Identitätsthemas signalisiert, wo die Menschen nicht mehr durch sie selber sind, dass sie ein Wesen haben und einen Endzweck, müssen sie etwas stattdessen tun. Dort muss jeder auf irgendeinem
anderen Wege er selbst sein als der, der gehören zu denen, die, und das Erfolgswort Identität benennt dies jetzt scheinbar radikal orientierungslos gewordene, im Übrigen jetzt nicht mehr nur Gott und nicht mehr allein ein absolutes Ich, sondern jetzt jedermann belastende Ich bin, der Ich bin-Pensum. Das sofort übergeht in der Wir sind, der Wir sind-Pensum, weil die Menschen oder die Mitmenschen jetzt erst recht Allgemeinheitsidentität und Besonderheitsidentität verbinden müssen zum Versuch, irgendwie Zugehörigkeit und irgendwie unverwechselbar sein. Irgendwie. Als Beispiel in der bildenden Kunst kann man die skulpturale Arbeit von Georg Herold heranziehen, welche einen Pappkarton auf 2 Meter hohen Böcken, welcher einen Pappkarton auf 2 Meter hohe Böcke gestellt hat und mit der titelgebenden Aufschrift Members Only versehen hat. Die rohe Materialität eines Pappkartons oder einer Holzlatte wirken hier befreit von dem Ballast eines psychologisch projektiven Designs. Die berühmte Holzlatte scheint auf ihr Wesen reduziert, jenseits einer kategorialen Vorbestimmung seiner Funktion als Bedeutungsträger. Immer wieder wird behauptet, das Werk von Herold sei roh und unbeschliffen. Andererseits meine ich auch hier, in der gesägten und von der Baumrinde befreiten Latte ein Design, eine Wertung zu erkennen. Das Stück Holz mit seinem funktionalistischen oder funktionalisierten Aufwand einer tragenden Konstruktion als Teil eines Daches steht für die exakt berechnende Schutzinstanz einer Zivilisation. Jetzt kann man hier ein Interview mit Charles Bukowski von Thomas Ketter aus dem Jahr 1975 nachlesen. Dies verweise ich somit auf die Seite 44-45, Schnitt. Ästhetisierung kann deskriptiv den Versuch einer Synthese aus objekthafter und subjektbezogener Wahrnehmung ausmachen. Im Prozess einer quantenmechanischen oder quantentheoretisch bezogenen Übergangswahrscheinlichkeit von einem Energieniveau zum nächsten kann die Phänomenologie nicht ausschließlich bei dem zu betrachtenden Kunstwerk liegen, sondern in der Psychologisierung der eigenen Wahrnehmung zum Betrachtungsobjekt wird wiederum eine Meta-Ebene, ein Meta-Objekt, ein Reflexionsobjekt geschaffen. In einfachen Worten ausgedrückt kann man mehr oder minder bewusste Wertsysteme einer Zuweisung an ästhetischen Kriterien an ein Kunstwerk nicht ausschließlich als dessen Eigenschaft als Objekt ausmachen oder verantwortlich machen. Die psychologische Instanz einer erfahrungsabhängigen Wertezuweisung entsteht im Kopf des Betrachters, des Rezipienten, und differenziert dessen Abstand zum Betrachtungsobjekt. Die klassische Einteilung einer ästhetischen Trennung von Subjekt und Objekt ist wahrscheinlich aufgegeben zugunsten einer differenzialphilosophischen Sicht, die Mehrdeutigkeit und der scheinbaren Eindeutigkeit von Systemen der ästhetischen Betrachtung entdeckt. Diese Entdeckung des gelebten Lebens im statistischen Mittelwert und dessen unzulängliche Darstellung eines dem Menschen als Wesen gerechtes Bild wird von zeitgenössischer Umwelt als Störung empfunden, da diese Entdeckung vom Durchschnittsdenken den Boden unter den Füßen entzieht. Woran soll ich noch glauben, hätte im vorigen Jahrhundert manch einer gefragt, die Ersatzhandlung der scheinbar dauernden Beschäftigung, ich habe gerade keine Zeit, ersetzen theologisch und teleologisch definierte Weltbilder. Der Ausblick im 21. Jahrhundert für eine zukünftige Ästhetik wird vermutlich nicht auf dem Gegenstand desselben oder desselbigen verharren, sondern in sich, in jenem schon angesprochenen Pluralismus verwirklichen. Die Relativität einer nicht berechneten scheinbaren Willkürlichkeit möglicher Denksysteme wird die Basis für eine Neubetrachtung oder Alltagsbetrachtung liefern. Im zahlentheoretischen Gedankenexperiment zu Primzahlen zeigen sich die Unzulänglichkeiten in der Unmöglichkeit einer exakten Grenzziehung. Die harmonikalen Gesetze der Musik im traditionell überlieferten Sinne stehen für die Vorgabe eines bestimmten Abstandes von 2 Tonhöhen, genannt Intervall im temperierten System. Die Begrifflichkeit eines dominanten Septakkordes zeigt sich in der quantitativen Schwingungszuweisung von 1, 3, 5 und 7. Diese Einteilung ist ein interessanter Aspekt unter Berücksichtigung weiter möglicher Theorien zur Musik. Leider wird in der Lehre kaum auf die Möglichkeit einer erweiterten Musiktheorie hingewiesen, um stattdessen auf dem temperierten System und dessen harmonikalische oder harmonische Ableitungsfunktion zu kleben. Wenn man glaubt, die Betrachtung der Musik sei am Anfang des 21. Jahrhunderts von den Dogmen einer auf die Gesetze der Harmonielehre befreit, der muss nur mal das Radio anstellen und wird feststellen, oder wird die oft gleichen Muster einer musikalischen Zusammensetzung hinsichtlich eines überwundenen Tonsystems feststellen. Die eigentliche Gleichsetzung von Kapitalen, Marktgesetzlichkeiten und dem harmonisch temperierten Tonsystem zeigt sich mir in dem extrem konservativen Musikgestaltungsmuster der Musikindustrie oder der Musikunterhaltungsindustrie. Dies zu trennen fällt immer schwerer. Die politische Variable kann man mit dem in den 1970 produzierten Wahlspruch keine Experimente gleichsetzen. Die scheinbare Progressivität zeigt sich in der grellfarbenen Verpackung ohne einen erkennbaren Sinnbezug für diese Farblichkeit. Die eigentlich progressiven und zukünftigen Tendenzen einer experimentellen Musik werden an den Rand gedrückt und müssen in dem geldfreien Raum existieren. Die Perversion einer angewandten Psychologie des Marktgesetzes
bestimmt durch die undifferenzierte Haltung des Konsumenten und dessen Unterdrückung. Die schlagwortartige von Begrifflichkeiten am Beispiel der Kunst zeigt sich in der ungewollten Instrumentalisierung der Chill-Out-Lounge als sinnbefreiter Rückzugsort. Das Fortbestehen einer scheinbar überwundenen Arbeitsverteilung in der Gesellschaft und dessen scheinbar gerechte Entlohnung legitimiert sich in diesem Rückzugsort der Kunst. Kraftreserven werden Bilder, Musik und Objekte produziert oder projiziert, um dem eigenen Konservatismus erträglich, ja scheinbar progressiv zu gestalten. Allerdings zeigt sich diese Tendenz in der marktüblichen Handlung oder Verhaltensweise eines labelorientierten Besitzenwollens. Die modebewusste, erbberechtigte Generation der Mitte 30er definiert sich an dem konservativen Weltbild einer kapitalgestützten Basis für die Zukunft. Das Immaterielle des Denkens kanonisiert die Welthaltung einer rückwärtsgerichteten Machterhaltung durch Geld mit den sublimen Möglichkeiten der Kunst. Dies zu hinterfragen kann nach meiner Ansicht den wirklichen Anspruch von Kunst und Ästhetik an die Zukunft bedeuten. Beispiele auf Seite 47 zur Partitur Farbspritze, darauf gehe ich nicht ein und komme direkt zum Kapitel 2 Klangräume. In diesem Zusammenhang nahm ich 2005 an dem Fraunhofer Wettbewerb teil, in dem ich versuchte, das oben genannte, diesen Sachverhalt darzustellen. Das brachte mir freundlicherweise eine Nominierung ein. Das Thema wurde durch die Überschrift Klangräume, bildende Kunst und experimentelle Musik angegrenzt und wie folgt beschrieben. Klang im Raum beschäftigt mich seit Jahren, einerseits als Komponist meist elektronischer Musik und als experimenteller Bildhauer mit Resonanzräumen für diese Musik. Die Klanglichkeit ist in Schichten aufgebaut, welche in ihrer Vielstimmigkeit eine Dichte erreicht, die an physikalische Masse erinnert. Die Musik wird in Räumen gebaut aus unterschiedlicher Materialität wie Gips, Holz, Metall, Kunststoff und Mixed Media gespielt. Der Raum in einer durchschnittlichen Größe von 2 bis 5 Quadratmeter dient als Filter, Verstärker und Kompressor. Die Berechnung der Räume erfolgt über Experimente in den jeweiligen Werkstätten der Materialkunde, wobei die Frage leitend ist, wie verhält sich das physische Material zu den Frequenzen. Die Arbeit ist als Installation aufgebaut. Technisch gesehen besteht diese aus mindestens 2 Computern und einer mehrkanaligen Verstärker-Mischpultanlage, die mehrere Klangräume ansteuern kann. Als Klang und Musik dient mein seit 1994 angelegtes Archiv, Getonges Archiv, das ausschließlich von mir komponierte Musik, Klänge und Videos beinhaltet. Dieses Archiv hat einen Umfang von ungefähr 0,5 Terabyte, 500 Gigabyte, das war im Jahre 2005. Mit dieser großen Menge an Daten wird künstlerisch gearbeitet, wobei die traditionelle Stimmführung auf die elektronische Musik angewendet wird. Es entstehen unterschiedlich dichte Masseverhältnisse von Klang, die jeweils auf den physischen Klangkörper als Resonanzraum wirken. So ist in den bisherigen Aufführungen unterschiedliche Klangcharakteristik durch Materialeigenschaft erlebt worden. Einmal klingt ein Raum relativ klein und oder doch wieder sehr ein relativ kleiner Raum sehr voluminös, da der Klang das Material Gips in wellenförmig chaotischer Struktur als Verstärker benutzt. So kann man im Verfahren, zum Beispiel der Firma Bose, die kleinen Lautsprecher durch entsprechend kurz berechnete Röhren schicken, um den Klang groß zu dimensionieren. Ein Ziel meiner Musik ist ein Zustand von unterschiedlicher Dichtehäufigkeit von Klang in Räumen, die wiederum in Räumen, in Ausstellungsräumen stehen und sich so gegenseitig bedingen. Die Klangräume verhalten sich mit ihrer Klangeigenschaft jedes Mal unterschiedlich, da diese auf die umliegende Umgebung reagieren. Die veränderte Obertonstruktur sorgt für eine instrumentale Eigenschaft der einzelnen Räume, vergleichbar mit dem Orchester, in welchem die Stimmen unterschiedliche Klangfarben besitzen und doch über ein Konzertstück agieren und reagieren. Das strukturelle Bindeglied in meiner Arbeit ist der Hintergrund, dass fast alle Musik, die in den Räumen erklingt, auch von mir komponiert wurde. Seit 1994 und einem Kompositionsstudium vor einem Kunststudium versuchte ich, die tönende und bildende Welt in methodisch ähnlicher Weise dem sogenannten Schichtenaufbau zu verbinden. Die Tatsache, dass Kunst und Musik noch als rein getrennte Gebiete aufgefasst werden, erleichtert zum Beispiel bei Finanzierungsfragen meine Arbeit nicht. Der Versuch der Vereinigung von Kunst und Musik soll nicht über die rein effekthafte Arbeitsweise entstehen, wie sie zurzeit im Trend liegt, vielmehr das Verinnerlichen und Begreifen von 2 Disziplinen mit entsprechendem Kenntnisstand sind Grundlage für einen Syntheseversuch. Es ist heute in der bildenden Kunst üblich, sich der Musik als Materiallage für die Kunst zu nähern oder zu bedienen, ohne beispielsweise selbst ein klassisches Instrument zu spielen oder gar ansatzweise zu beherrschen. Dagegen versuche ich in meiner Arbeitsweise durch die Reflexion der beiden Gebiete auf ein höheres Niveau zu gelangen und dort einen Syntheseversuch zu wagen. Meine Verdachtshypothese lautet, Musik kann Teil der bildenden Kunst sein. 2.1 Schichtung als Methodik für die Klangräume. Die Klangräume enthalten zusätzlich noch eine Videospur, in der sich geschichtetes, komponiertes Bildmaterial befindet. Dieses Bildmaterial ist mit dem Ziel gestaltet, sich mit dem Bildmedium Video der elektronischen Musik zu nähern. Methodisch sind Augmentation, Krebse, Polyphonie sowie Kontrapunkte in das Bildmaterial eingearbeitet.
Die Bildquelle wird hier als eine Stimme einer universalen Musik verstanden, welche auf andere Bildstimmen reagieren. Diese Reaktion kann nach vorab bestimmten Regeln erfolgen, zum Beispiel von mir definierten Stimmführungsregeln, die weitere Parameter wie Dichte oder ein Zeitvakuum steuern oder sich selbst überlassen, improvisatorisch, aleatorisch auf der Zeitebene agieren. So kann ein Mitspieler mit dem Klang- und Bildmaterial wie ein Musiker arbeiten. Die Schichten werden mittels Computer über die Festplatten in Echtzeit eingespielt und in einzelne programmierbare Generatoren geleitet. Dort kann ein Musiker 127x127 Möglichkeiten der Beeinflussung des Klanges und zum Teil auf das Bild zurückgreifen. Die Spielerzahl ist nur durch die Möglichkeit der Technik begrenzt und der ökonomischen Seite. Der Rezipient kann je nach Kenntnisstand eine kakophonisch wilde bis einfach schöne Struktur präsentiert werden. Es gibt einen Dirigenten, der über das zentrale Mischpult all diese Ereignisse über Parameter, Volumen, Klanganteile, Kanalbestimmungen und Farbe steuert. In einigen Aufführungen habe ich auch alleine oder mit nur bis ein bis drei Personen gespielt. Die Mitmusiker müssen auf diese Weise des Musizierens trainiert sein. Neben einem musikalischen Empfinden müssen die Fähigkeiten vorhanden sein, empathisch auf die Mitmusiker zu reagieren. Die einzelnen Klangräume sind in bildnerischer Absicht gestaltet. So ergab und ergibt sich ein Spannungsfeld von technischer Notwendigkeit im Sinne des Logik des Aufbaus und dem künstlerischen Formwillen. Die bildnerische Form kann als informell kategorisiert werden, da sich die Klangräume zum Beispiel im Material Metall und Gips in organischer Struktur realisieren lassen. Diese Struktur folgt dem jeweiligen Höreindruck des Raumes zu dem jeweiligen Frequenzgemisch. Wie ein Alchemist strukturiert sich die Klangarbeit im Verkochen des Klanges in der Statik des realisierten Raumes. Im Gegensatz zum Ingenieursverfahren der Messtechnik wird hier auf den intuitiven Klanggeschmack des Komponisten wird hier maßgeblich. Nur der Höreindruck und die daraus neu gestaltete Raumstatik ergeben eine mögliche neue Endform. So kann ich mit einer höhenartigen Gipsform einen tieffrequenten Bereich ansteuern, welcher außerhalb des eigentlichen Spektrums der Musik liegt, also des Hörbaren für den Menschen, Hörbaren für Frequenz, ich erinnere an die Einleitung. Diese Zusatzfrequenzen entstehen durch die modulierte Eigenschaft des Klangraumes, welche durch seine eigene Resonanzfrequenz der Musik diesen tieffrequenten Klang hinzufügt. In Zukunft werden sich die Klangräume vergrößern. Die Masse eines Lastwagens oder eines Ozeandampfers in Form eines architektonischen Klangraumes, der durch die entsprechend große Lautsprecher mit extrem hohem Schalldruck gespielt wird, ist hier ebenso meine Vision wie beispielsweise Unterwasserexperimente in Kernkraftanlagen, in Plutoniumbecken, die visuell genau diese Angst verbreiten, welche sich durch den Einsatz einer sehr starken Klangquelle oder Schallquelle in diesem Becken ergibt. Es sind hier visuelle Träume, die diese Sprache zu sprechen machen, dass jene in einer Natur eine neue Betrachtung der Klanglichkeit auf die Physikalität von Räumen ergeben kann. Die Installation ist in mehreren Räumen aufgeteilt. Diese Räume sind über ein Mehrkanal-Mischpult mit Amplifizierung über Lautsprecher, die zu den Räumen führen, verbunden. Die Quelle sind mindestens zwei Computer mit externen Festplatten in Klammer 500 GB, die in das Mischpult führen. Das oben genannte Prinzip der Kombinatorik im programmierten Generator erlaubt, also in Klammer ein Lexikon-Generator, erlaubt 127x127 Möglichkeiten ergebende Beeinflussung des Klanges. Die beiden Computer dienen als Verwaltungsorgan und als Rechenmaschine für die Echtzeitberechnung der neuen Kombination von Bild und Klang. Über eine mehrkanalige Ausgabe ergibt sich eine Metakomposition, die auf die Räume abgestimmt wird. Zu diesem Versuchsaufbau von Technik und Objekten werden Live-Musiker als performative Zusatzstimme im Sinne einer Stimmführung mit eingebunden. Diese spielen eine komponierte instrumentale Schicht. In Synthese mit der lebenden Musik kann die Bildstimme im Bereich Video mit einem orchestralen Gesamtkunstwerk als visuelle Verknüpfung mit den Teilbereichen Malen mit Elektronen kombinatorisch verwaltet werden. Theoretisch versuche ich das durch Stanislav Lem angeregte Konzept in seinen Sterntagebüchern, insbesondere Professor A. Donder, gehäuftete verdichte Information als geschichtetes Modell für die Entstehung von Materie zu orten. Lem beschreibt die Situation einer Implosion der angesammelten Masse an Informationen in Computern, die aufgrund der Dichte und Materialbildung in ihr Gegenteil zur Antimaterie zerfallen und somit alle menschliche Information als phänomenologisches Definiertes im Nichts endet. Man denkt an schwarze Löcher, allerdings haben diese Eigenschaft, sämtliche kosmische Eigenschaft in sich aufzusaugen oder sämtliche Attribute in sich aufzusaugen, um am Punkt oder besser gesagt Nicht-Punkt eine umgekehrte Fluktuation von Antimaterie zu erzeugen. Theorien um den Big Bang bei der Entstehung des Universums
suchen nach einer mathematisch definierten Grenze der Singularität und dessen unabänderliche Ausdehnung unabänderliche Ausdehnung berechenbar zu machen. Im literarischen Vergleich bei Lehm glaubt man, den Prozess einer fantastisch-physikalischen Beschreibung im Alltagsleben eines Computers als Gott eines Universums erkennen zu können. Jenseits aller theologischen Spekulationen verheißt der vollständige Zusammenbruch einer dem kategorialen Denken systematisierten Information das Ende oder dessen Relativierung durch den nicht aufgespalteten Kern, in den kein Licht eindringt, sondern an seinen gerundeten Seiten in Anführungszeichen abgleitet. Lehm, Zitat, ich bedauere nur, dass ich den epochemachenden Augenblick nicht von nahem gesehen habe. Angeblich gab es einen kleinen Knacks, das maschinelle Gedächtnis wurde in seinem Augenblick rein wie der Geist eines Neugeborenen und aus Informationen, die auf die materielle Seite angewendet wurden, entstand unerwartet ein Mini-Kosmos, ein klitzekleines Universum, ein Weltallchen, das in Jahrhunderte angesammelte Wissen verwandelte sich in ein Häufchen atomaren Staubs. Aus dem Radio erfuhr ich auch, wie ein solches Mini-Mikrokosmos aussieht. Es ist so klein und geschlossen, dass man mit nichts in es eindringen kann. Vom Standpunkt unserer Physik aus soll es eine besondere Form von Nichts bilden, nämlich das überall dichte, völlig undurchlässige Nichts. Es absorbiert kein Licht, man kann es nicht dehnen, zusammenpressen, zerschlagen, aushöhlen, weil es sich außerhalb unseres Universums befindet, wenngleich anscheinend in ihm. Das Licht gleitet an seinen gerundeten Seiten ab, beliebig beschleunigte Teilchen weichen ihm aus, und ich verstehe nicht, was die Autoritäten verkünden, nämlich, dass dieses Kosmos-Baby, wie Donda sagt, unserem gänzlichen gleichkommt, das heißt Spiralnebel, Milchstraßen, Sternwolken enthält und vielleicht schon Planeten mit keimendem Leben. Damit kann man sagen, Menschen hätten wahrhaftig die Genesis wiederholt. Völlig unabsichtlich, ja sogar gegen ihre Intention, denn daran war ihnen am wenigsten gelegen. So wende ich das Konzept der Informationsverdichtung zur Massebildung auf die bildende Kunst und Musik an, um dort mittels Vielstimmigkeit und Konzentration von Klang die Zeitebene zu strecken. So wurde beispielsweise von Martin Heidegger der permanente Zeitfluss beschrieben, der uns Wiederholungen unmöglich macht. Er schreibt sinngemäß, dass viele unserer tagtäglichen Bemühungen viel mit dem unbewussten Impuls zu tun haben, die Zeit so zu gestalten, dass wir psychologisch gesehen den Eindruck haben, Kontrolle über dieses Abstraktum Zeit zu besitzen. Mein künstlerischer Ansatz und dessen experimentelle Exploration verfolgt das Ziel, die Zeitebene mittels einer mentalen Zeitmaschine zu verlangsamen. Mittel zum Zweck ist hierbei die Methode der Schichtung, welche analog zum Lehmschen Modell auf die Verlangsamung der Zeit angewendet wird. 2.2. Immaterielle Bildhauerei, Dematerialisierung. Die Farbe oder Nichtfarbe Weiß erhält durch den spektralen Sinn einer unfassbaren Ganzheit einen Reiz für Kunst und Musik, welche in der Musik im weißen Rauschen seine Entsprechung findet. So enthalten beide Frequenzräume des visuellen und des akustischen Bereichs alle für den Menschen wahrnehmbaren Energieformen für Auge und Ohr. Die Farbe Weiß stellt sich in der Buntheit und Verkünstelung dieser Welt in seiner Negierung dessen, was jenes sein könnte. Die Relativierung und Aufhebung der eigenen Kategorie als Farbe stellt im 21. Jahrhundert ein Zeitgefühl dar, das für eine kaum zu ertragende Indifferenz von Disziplinen zum Symbol für marktkonforme Freiheit wird. Die Kunst entsteht im Keller, fragt nicht nach Religion oder Weltanschauung und bleibt ein Fremdraster für bestehende Marktgesetze. Erst durch die geschichtliche Anpassung an die Kellergeister der Kunst entsteht ein neues Raster für den global sich entwickelnden Markt. Dieser Prozess nennt sich Kunstgeschichte. Die Frage nach den Produkten des Marktes lässt sich im 20. Jahrhundert mit einer materialen haptischen Eigenschaft belegen. Danach wurde die Matrix des Marktes geformt. Ein Sammler kauft ein fassbares Objekt wie eine Skulptur oder ein Bild. Durch den digitalen Technikerneuerungsprozess erheben wir am Ende des 20. Jahrhunderts eine Situation, in der sich die Idee nicht unbedingt zu materialisieren braucht. Das Computermodell, die schnell gedacht visuelle Idee, war da und es hätte zu viel Zeit verwendet, diese in die materiale Welt zu realisieren oder zu überführen. So kann man im Kopf die unmöglichsten Animationen erstellen und diese nicht realisieren. Vielleicht arbeiten wir an einer Kopfkinomaschine, die neuen Ideen sofort realisiert. Schnitt. Die im 20. Jahrhundert revolutionäre Umdeutung des Alltagslebens durch die Erfindung des Films wird durch den mittlerweile klassischen Text von Walter Benjamin belegt. So werden die Alltagsgegenstände wie Möbel durch das filmische Mittel zu ästhetischen Objekten der Betrachtung. Indem der Film durch Großaufnahmen aus ihrem inneren Inventar durch Betonung versteckter Details an den uns geläufigen Requisiten durch Erforschung banaler Menüs unter der genialen Führung des Objektivs auf der einen Seite dazu einen ungeahnten Spielraum uns zu versichern. Unsere Kneipen, Großstädten, Büros und möblierten Zimmer, unsere Bahnhöfe, Fabriken schienen uns hoffnungslos einzuschließen. Da kam dieser Film
oder der Film und hatte diese Kerkerwelt mit dem Dynamit der 10. Sekunde gesprengt, sodass wir nun zwischen uns weit verstreuten Trümmern gelassen abenteuerliche Reisen unternehmen. Unter Großaufnahmen dehnt sich der Raum unter der Zeitlupe der Bewegung. Diese Wahrnehmung der Alltagssituation durch den Film erzeugt eine neue Wahrnehmung und Verhaltensweise der Menschen zu dieser. Durch die optische und akustische Vorgabe filmischer Modelle wurden neue Verhaltensweisen von diesen übernommen. Am Beispiel der Bewegung beschreibt der Ethnologe Meister Weiß 1936 die standardisierte Verhaltensweise der Menschen durch den Film. Die jungen Mädchen waren vor allem Französinnen und gingen auch auf diese Weise. In der Tat begann die amerikanische Gangart durch das Kino bei uns verbreitet zu werden. Die lerntheoretischen Überlegungen der ersten Konditionierungsversuche von Skinner an seinen berühmten hungrigen Hunden, denen der Speichel bei konditionierten Glockenklang aus dem Maul ringt, zeigen Parallelen in der menschlichen Verhaltensweise zum Kino auf. In den dargestellten Zitaten werden Gangarten durch das amerikanische Kino in die Welt gesetzt und schaffen dort durch Nachahmung oder besser gesagt durch Lernen am Modell einen Standard der Bewegung. Da Bewegung gerade im Kontext mit der Kinopräsentation, zum Teil mit Musik, ein Lebensgefühl symbolisieren kann, möchte man aus diesem Zitat eine Beeinflussung einer normierten und vervielfältigten Emotionalität herauslesen. Schnitt. Dematerialisierung kann die Gegenentwicklung zur Materialisierung der Musik in der Bildhauerei bedeuten. Nicht die Verdichtung und Konzentration führen zu einer Masse, sondern die Substraktion der Masse um seiner selbst willen führt zu Immaterialität. Die Umkehrung dessen ist die gleiche Form. Konkret bedeutet dies, dass man eine Substanz, ein Fassbares, so lange reduziert, bis man scheinbar einen Zustand des Nichts, eine immaterielle Existenz erfährt. Viele Probleme der Bildhauerei lassen sich auf diese Formel reduzieren. Das oben genannte Symbol, diese Methode der Reduzierung auf die Farbe Weiß, auf ein Phänomen der Ganzheit im Nichts, bleibt als Idee vorhanden und schwebt wie die erklärte Luft als Kunstwerk nach Yves Klein durch die Geschichte. Letztendlich kann man in der menschlichen Lebensform bis hin zum Tode eine Zeitlichkeit zur Dematerialisierung erkennen. Vielleicht kennt man das Phänomen, durch ein Haus eines gerade verstorbenen Freundes, Verwandten oder dergleichen zu gehen und die Verwunderung über die materiale Welt bei sich festzustellen. Man sagt, gerade eben noch liefen sie hier herum und gestalteten ihre Lebensumwelt, also die Toten, nach ihrem Maßstab. Jetzt, da der Staub ansetzt, sieht man nur noch die Einrichtung, die Möbel, Teppiche, Zeitungen oder persönliche Alltagsgegenstände. Sie gehören einer anderen Zeitlichkeit an, sie existieren über den jeweiligen individuellen Tod hinaus in ihrer materialen Einheit. Die Zeitlichkeit des menschlichen Körpers strebt in diesen Verwesungszustand, in die Verwesung und Transformation in Erde und wird vielleicht Fauna und Flora. Die Zeitlichkeit einer materialen Einheit wie Holz hört auf andere Naturgesetze einer eigenen Sterblichkeit, einer eigenen Zeitlichkeit. Die jeweilige Materialarten streben einer eigenen Thanatos-Philosophie im menschlichen Geiste erfahrend entgegen. Vergleiche von der Zeitlichkeit definiert im Entstehen und Vergehen einer erfahrbaren Einheit, so zum Beispiel der Struktur eines Blitzes und der Struktur eines Astes, eines Baums, zeigen die gleiche ihre innewohnende Sterblichkeit. Bäume haben als Beispiel die gleiche Struktur wie der Blitz, sie brauchen aber etwa 100 Jahre lang länger, um diese Struktur auszubilden. Franz Werfel schreibt schon 1945, dass Prozesse und Strukturbildung am Beispiel des Blitzes von beliebiger zeitlicher Dimension sein können. Dinge, die uns verändern und bedeutungslos vorkommen, verändern und bewegen sich, wenn man von größeren Zeitdimensionen ausgeht. Glas wird zum Beispiel unbeweglich, es kommt uns fest vor. Faktisch ist Glas aber flüssig. Nur fließt es so langsam, dass wir es nicht wahrnehmen können. Was wir wahrnehmen können, ist, dass bei sehr alten Kirchenfenstern das Glas unten dicker ist als oben. Ausgedehnt auf die längst erfahrbare Lebensdauer einer Sterblichkeit kann man den Urknall auf ein zahlentheoretisches Modell reduzieren. Ob nun 10 oder 20 Milliarden Jahre Lebensdauer der Expansion des Urknalles vergangen sein mögen, veranschaulicht nur die Unfassbarkeit einer scheinbar kontrollierenden Mathematisierung. Der synthetisch mathematisiert-theoretische Ansatz von der Gleichzeitigkeit und von Materie, also Gleichzeitigkeit von Materie und Antimaterie, symbolisieren sich im Gebilde des Konstruktes in der Benennung und Definition des schwarzen Loches. Schwarze Löcher bilden Singularitäten. Ein schwarzes Loch kann entstehen, wenn ein Stern von mehr als 3 Sonnenmassen nach Aufbrauchen seines Brennstoffvorrates kollabiert. Die Materie kann in einem solchen Fall stark komprimiert werden, dass sie vollständig unter ihrem eigenen Druck kollabiert. Es entstehen Gebilde von unendlich hoher Dichte. Ein schwarzes Loch hat also keinerlei Ausdehnung und besteht aus keinerlei Materie und ist dennoch in seiner Form eine unausweichliche, alles in seiner Umgebung anziehende, gewaltigen Gravitation präsent. Das schwarze Loch ist umgeben von einer Ereignishorizont genannten Sphäre, deren Größe abhängig
davon ist, wie groß die Masse der Singularität ist. Die Sphäre heißt Ereignishorizont, weil es hinter ihr keine Ereignisse gibt. Vergleichbar mit der Frage des Davor bei dem Urknall. Die angesprochene Singularität erklärt sich aus der Unmöglichkeit der ersten Fassbarkeit eines Davors, heißt vor dem Urknall, da mathematisch diese als erste Rechengrenze definiert wurde. Der strukturlose Raum des Davor lässt sich nur mit einer kategorialen Begrifflichkeit beschreiben, die keine ist, das Nichts. Die Rechengrenze beginnt mit der Definition des Urknalls, alles darin ist bereits unwiederbringlich Bestandteil dieser Singularität geworden. An der Singularität endet unser bekanntes Universum. Nichts kann ihr entweichen, noch nicht einmal das Licht und andere Formen von Strahlungen. Es gibt an dieser Stelle eigentlich kein Dahinter, es gibt auch keinen Raum mehr in dem Raum, man denke an entsprechende Modelle. Auch eine solche Konstellation ist uns unbegreiflich. Nach Roland Barthes konkretisiert sich diese scheinbare Gegensätzlichkeit im östlich geprägten Denken. Als Beispiel werden Methoden auf Baustellen in China benannt, bei großen Bauvorhaben werden Rechenapparate und Geomanten gleichzeitig bemüht. Ein Beispiel ist ein durchbrochenes Haus in Hongkong, bei dem in der Mitte eines Wolkenkratzers einige Stockwerke ausgespart bleiben und die darüberliegenden Etagen auf den Kanten ansetzenden Pfeilern stehen, um die Einflugschneise eines im Berg hinter dem Haus wohnenden Drachen nicht zu stören oder zu blockieren. AutoCAD und Feng Shui gehen hier nahtlos Hand in Hand und ohne jedoch eine Anmutung einer technologisch oder esoterischen Revolution mit sich zu führen. Eine solche Vorgehensweise bei der Behandlung von Orten ist in Europa nur schwer vorstellbar, wie etwa Currywurstbuden und Busparkplätze auf der Lorelei im Rheintal beweisen. Die europäischen Geister und Dämonen wurden zu Tode analysiert. An jenem Felsen im Rheintal ist bei genauer Untersuchung kein Geist mehr zu finden. Kein Sirenengesang ist von den Rheinschiffen zu vernehmen, wenn sie sich in dem Tal ragenden Felsen nähern. So viel steht fest. Die Gefahr ist gebannt. Doch bedingt dies nicht letztlich der analytische Ansatz zwangsläufig, führt nicht die Analyse zu Currywurst und die Currywurst zum Bratfettgestank und vertreibt nicht dieser Gestank die Lorelei? Nächste Seite, eine Betrachtung eines Objektensembles, der Nichtfarbigkeit weiß. Es geht weiter mit der Beschreibung 2.3, Abschlussarbeit, Schalldruckkammer, Kunstakademie, Februar 07. Nach 9 Semestern Studien im Bereich freie Kunst, Bildhauerei entwickelte sich bei mir eine aus der Musik kommende Logik des Aufbaus von Räumen für den Klang. Durch die Tatsache, dass ich alle verwendete Musik und Klänge selbst komponiert habe, erfuhr ich in der Zeit eine Formvorstellung vor dem inneren Auge, welche organisch anmutet. Die Klänge erzeugen in mir eine Formvorstellung, die sich in extremer Polarität von informell bis zu streng konzeptionalistisch wandelt. Der scheinbare Widerspruch ist keiner, da sich aus diesen gegensätzlichen Formvorstellungen neue, nicht zu erdenkende Objektgestalten ergeben. So sehe ich einerseits die organische Struktur einer haarfeinen Frequenzschichtung, welche zur Materie wird, andererseits folgt diese manchmal glasklaren Kanten und Millisekunden genauen Exaktheiten, die sich geometrisch scharfe Figuren, welche dennoch abstrakt, das heißt ohne einen konkreten Verweis, in der Rechengrenze zeigen. Die einfache Form einer quadratischen Kammer, in der hoher Schalldruck erzeugt wird, ist bei genauem Hinsehen in wellenförmig organische Oberflächenstruktur aufgeteilt. Diese dem Hören nach gebildete reliefartige Oberfläche soll den Klang in einer Weise beeinflussen, dass man den Eindruck einer konzentrierten Masse erhält. Speziell gebaute Lautsprecher mit einer klaren Spektralabstrahlung sind vor die Kammer in sogenannte Schalen untergebracht, in die sie dann in den Kanal abstrahlen in die Schalldruckkammer strömen lassen. Durch die Beschaffenheit der Wandoberfläche aus Gips in organischer Struktur, also eine reliefartige Struktur, wird der Raum als Filterresonanzer und Resonator und Kompressor für den Klang benutzt. Die selbst komponierte elektronische Musik arbeitet hauptsächlich im tief- und hochfrequenten Bereich, das heißt in diesen beiden Extremen, welche sich durch die Veränderung im Send-Bereich, in Klammer die kleinste musikalisch-technische Einheitsbeschreibung, in ihrer Klangeigenschaft verschiebt. Dadurch gewinnt der Hörer den Eindruck, die Musik würde sich mit sich selbst reiben. Die Musik wird nach dem oben beschriebenen Prinzip geschichtet und ist so zu einem neuen musikalischen Konzentrat zu berechnen. Diese konzentrierte Musik wird und ist auf den jeweiligen Klangraum abgestimmt. So auch in der Schalldruckkammer. Im wechselseitigen Experiment von Klang- und Materialeigenschaft wird die Musik mit dem Raum der Kammer abgestimmt, um dem Ideal einer konzentrierten Annäherung an die Masse der Musik, an das Visuelle der Musik zu gelangen. Hierzu gibt es auch Abbildungen, die ich zusammen mit Elster Klaes 2004 im Labor der Akademie durchgeführt habe, Versuche mit entsprechenden Skulpturen aus dem konzeptionalistischen Bereich. Erscheint die Sonne oder scheint diese?
erweiterte Schalldruckkammer als praktische Arbeit für die künstlerische Promotion. Die Schalen, welche als schallisolierendes Gehäuse für die gerichteten Lautsprecher fungieren, werden in Beton gegossen, um dann die elektronische Musik in die Kammern zu lenken und dort zu konzentrieren. Die Kammer wird im Gegensatz zur Abschlussarbeit in Düsseldorf bauchiger und noch organischer gestaltet. Wesentliche Anwendung findet hier Stahldraht- und Mörtelbetonmischung, um die prozesshafte Form für den Klang zu finden. Auch hier ist das Ziel, durch die Architektonik des Raumes der Skulptur den Klang zu kompressieren und die Schwingung in das Material zu übertragen, sodass der Eindruck einer lebenden Masse, wenn auch mit einem anderen Zeitverständnis entsteht. Vermutlich ist auch eine Gipsschicht zur Formfindung notwendig. Der Prozesscharakter definiert die Formfindung, die von der oben abgebildeten Zeichnung abweichen kann. Jetzt im Juli baue ich an dem Mittelteil für die erweiterte Schalldruckkammer und es scheint, als würde eine Art Röhrenkonstruktion als Auffangbecken für meine geschichtete Musik entstehen. Diese Konstruktion wird dann mit Beton übergossen, um sie zu festigen. Unten abgebildet zeigt sich im Juli 2008 eine Holz-, Draht- und Betonkonstruktion, die sehr fragil und trashig daherkommt. Ich beginne zu glauben, dass diese Konstruktion in sich zusammenbricht, wie meine Karriere, und es somit dokumentieren muss, bevor es zu spät ist, was sich somit auch bewahrheitet hat, jetzt im Ende Oktober 2009. Philosophischer Exkurs. Ausgehend von Sloterdijks Blasen- oder Sphärenmodellen versuche ich durch die Vielschichtigkeit meiner elektroakustischen Musik im nachgelagerten Sinne eine zeitliche Interpretation zum Erleben im pluralistischen Zeitalter zu explorieren. Sloterdijk spricht im individuell dualen Prozess eines Paares von einer Sphäre, deren persönlicher Erlebenskontext in einem sonst unüberschaubaren Zusammenhang von einer Weltbevölkerung liefert. Die im Text angesprochene Theorie einer experimentellen elektroakustischen Musik, welche durch die Schichtungsmethode verdichtet wurde, hat also im Formfindungsprozess ein Paradoxon vor Augen und Ohren im weiteren Sinne und weiterer Sinne. Die Gleichzeitigkeit von Verdichtung zu einem Konzentrat und der Vielstimmigkeit durch die heterogene Struktur, die durch den langen zeitlichen Aspekt des Komponierens beeinflusst wurde, wird in synthetischen Zusammenhang gebracht. Die Reinheit der Aussage ist durch den komplexen Kompositionsprozess eines Schöpfers, eines Komponisten anzusehen. Das Fremdmaterial bleibt sehr gering und zeigt sich allenfalls als ein im Kontext logisches Zitat. Die Schaumbildung einer immer komplexer werdenden Gesellschaftsstruktur zeigt sich im ketongischen Archiv als ein Potenzial von Möglichkeiten, die je nach Abgeschlossenheit der einzelnen Stücke, Studien, Kompositionen unterschiedlicher Art kombiniert werden. Die individualistische Blasenposition und Komposition bilden als gesamtes Archiv einen Schaumberg, der wie durch das im Text darzustellen versuchte, im Eklektizismus einer Nicht-Aussage zu vielleicht neuen Weltuntersuchungsmodellen kommen kann. Die Methode der intuitiven Determination, welche seit 1994 im Entstehen und gleichzeitigen Nicht-Entstehen keinen konkreten oder diskreten Anfang oder ein Ende abbilden möchte, durch die persönliche Sicht jenseits eines wissenschaftlichen Kanons den zukünftigen Moment einer schlüssigen Vorhersage zu treffen. Jenseits einer klar definierten kunstmarktgerechten Einteilung von merkantilen, heißt marktfähigen Kategorien, bildet sich die unabhängige Sichtweise einer Gestaltung heraus, die nicht für solche Zwecke instrumentalisiert worden ist. Der Galerist agiert mit dem Künstler als strategisch lustiges Verkäuferpaar, das die Spaßmacher-Tendenzen abspielt, welche von der geldgebenden Käuferschicht abverlangt wird. Die Strategien werden somit auch auf die Genese des scheinbaren Kunstwerks repliziert und projiziert, um diese schneller und mit leichteren Methoden Geld zu machen. Die reflektierte Arbeit, wenn überhaupt vorhanden, wird in dem merkantilen Prozess transformiert. Wie ich schon im Text erwähnt habe, entsteht die wahre Kunst im Keller der Kunstgeschichte und lässt sich somit nicht vereinnahmen, um Tendenzen, Moden oder Verkäuflichkeiten zu bedienen. Leider würden sich mediale Machtzentren als Event und Spaßmacher auf einer Spaßkultur für die Kunst aus, welche nur noch registriert wird, wenn sie die medialen Verdumpfungsmethoden der Eventgenese bedient. Drittens, Klang als Verhaltensdeterminante. Hörend durchlaufen wir die Welt und am wenigsten ist bewusst, dass dieses Hören auf unser Erleben und unser Erhalten wirkt. Vielleicht nur in extremen Situationen reagieren wir auf lauten Klang und versuchen uns zu schützen. Der Klangforscher R. Murray Schäfer beschreibt Untersuchungen zum Thema akustische Ökologie. Primäre Fragen hierzu lauten: Wie beeinflussen die Klänge unser Verhalten? Was präsentiert, wenn sie sich ändern? Können Klänge im demagogisch-rhetorischen Sinne verwendet werden? Und ist die Bevölkerung damit beeinflussbar? Kann das Verstummen bestimmter Klänge ein gesellschaftliches Wertesystem oder sogar ganze Kulturen zerstören? Im Gegensatz zum Verstummen des Klanges stellt Schäfer in seinen Untersuchungen ein immer lauter werdendes Alltagsgeräusch fest. Unsere Umwelt wird durch weniger bewusstes Hören, die Menschen scheinen Klänge eher beiläufig wahrzunehmen als konzentriert zu hören, immer lauter, da die Menschen immer mehr abstumpfen oder abzustumpfen scheinen. Es braucht für die Masse ein immer aufwendigeres Klangmachwerk, zum Beispiel im Werbewesen, um diese in der akustischen Kloake überhaupt noch zu erreichen.
Akustische Umweltverschmutzung, die zuerst in den industrialisierten Ländern nachgewiesen wurde, ist heute zu einem weltweiten Problem geworden. Der Autor erklärt sich mit dem unbewussten Erleben, welches unser Verhalten bestimmt. Wenn wir uns alle als Komponisten, also als Erzeuger von den uns ausgelösten Klängen sehen würden, wäre unsere Klangumgebung vielleicht eine bewusstere, klare und damit auch weniger schädlichere. Nach dem psychoanalytischen Modell der Bewusstwerdung versucht Schäfer, uns eine Welt vor Ohren zu führen, die unter anderem durch den Klang und dessen bewusstes Erleben zu einer Kultur, zu einem gesellschaftlichen Zusammenleben leitet. Er vergleicht es mit der Ansicht über den Klang und die Musik in der Han-Dynastie um 200 nach Christus, in dessen Epoche die Schriften Folgendes beschreiben. Die Musik eines gut organisierten Staates ist voller Frieden und Freude und seine Regierung ist wohlgeordnet. Diejenigen eines Landes im Zustand der Instabilität zeigen vielmehr Verstimmung, Ärger und eine Regierung ist ohne Ordnung. Die Musik eines sterbenden Landes ist traurig und ernst und sein Volk voller Schmerz. Als Komponist experimenteller Musik sehe ich eben genannte Beispiele kritisch, da sich Dissonanzen aus den kompositorischen Kontexten ergeben können. Die Frage, ob ein gesellschaftlich-sozialer Kontext auf die Musik in konsonanter oder dissonanter Weise wirkt, ist in der Debatte um absolute Kunst und Musik verfolgbar und wird hier nicht weiter drauf eingegangen. Improvisation. Die psychologische Literatur hat im 20. Jahrhundert einen signifikanten Unterschied in der Alltagswahrnehmung zwischen Stadt- und Landmenschen festgestellt. Durch die Simulation im Stadtleben scheint das Individuum in Anführungszeichen abzustumpfen. Es wehrt sich so gegen die Nichtkontrollierbarkeit an Reizungen der Umwelt. Wieder auf meine ästhetische Praxis bezogen, stelle ich nach Konzerten oder im Studio fest, dass für ungeübte Hörer kaum etwas von meiner musikalischen Grammatik durchdringt. Bei mir selbst stelle ich Wahrnehmungsänderungen bei dem Hören fest. So arbeitete ich wochenlang an einem Klavierklang und dessen spezifische Veränderung mit meinen elektrisch-elektronischen Mitteln. Dieser Klavierklang ist also nach der Veränderung in seinen Frequenzzusammenhängen und der Obertonstruktur moduliert. Diesen Prozess muss man sich so vorstellen. Ein Komponist sitzt wochenlang in seinem Studio und hört immer wieder bestimmte von ihm komponierte Motive. Diese Motive werden mit genannten Methoden langsam verändert. Der Komponist hört das Original. Der Komponist hört bei jeder Veränderung die neue Variation oder neue Version und verlässt nach dem Stille-Post-Prinzip das Original, also das Originalmotiv, da bei jeder Modulation etwas Neues hinzukommt, das aus dem vorherigen stammt. Interessant ist die Tatsache, dass ich dann das Originalmotiv, welches ich noch nicht verändert habe, trotzdem mit Veränderungen wahrnehme. Zu dieser Erfahrung habe ich in der psychologischen Literatur eine Erklärungsmöglichkeit gefunden. In dem Experiment von Kohler et al. Von 1962 USA wurden Versuchspersonen eine sogenannte Prismenbrille aufgesetzt. Diese mussten von den Teilnehmern 60 Tage lang getragen werden. Diese Brille verfremdet das normale Sehen wie folgt. Die Welt steht Kopf, gerade Linien erscheinen verbogen durch die Prismen. Die natürliche Farbwahrnehmung wurde durch Filter verändert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten stellte sich bei den Versuchspersonen wieder eine für sie normale Wahrnehmung ein. Die Wissenschaftler erklärten dies mit dem Adaptions-, das heißt Gewöhnungseffekt des Sehbereichs im menschlichen Gehirn. Nach Ablauf des Zeitrahmens nahmen die Versuchspersonen diese Prismenbrille ab und es stellte sich wiederum ein Gewöhnungseffekt ein. Diese Personen sahen die Welt kopfstehend mit gekrümmten Linien und farbverändert, um dann nach einer Weile wieder zu normaler Sichtweise zu gelangen. Exkurs. Montagmorgen. Die Sinfonie der Motoren beginnt. Sämtliche nachbarschaftliche Umgebung dröhnt mit allerlei Gartengeräten. Hubschrauber umkreisen das Gebiet. Kehrmaschinen, Müllabfuhr und Straßenwaschwagen verkünden dem im Bett liegenden Künstler die Struktur des Arbeitstages. Es wird gehetzt, das eilige scheinbare arbeitsarme Streben. Wie kann ich da meinen Kaffee genießen, wenn Mitmenschen, Mitbewohner das Dogma des Eiligen vermitteln zu versuchen? Unbewusst von religiösen Vorstellungen getrieben. Nun ja, gestern am Sonntag, da habe ich gearbeitet, gelernt, gehämmert, unbewusst, um mich zu wehren. Gegen diese scheinbare, für alle bindende Tagebewältigungsstrategie. Und ich glaube, ich bin geheilt. Es macht mir nichts mehr aus, dieses Nicht-Dazuzugehören. Ich trinke in Ruhe meinen Kaffee und streiche meine Katze und schreibe ein wenig über Lärm am Montagmorgen. Forschungsansatz des Klangverhaltens in Abhängigkeit von Vorstellungsbildern. Im psychologischen Forschungsparadigma werden Variablen definiert, die sich aufgrund Alltagsbeobachtung gegenseitig bedingen können. Die Überprüfung dieser Alltagserfahrung erfolgt durch Zuweisung von definierten Verhaltensparametern und dessen Ursache auf Reaktion dieser. Durch die statistisch-quantitative Berechnung der Häufigkeit im Verhaltens- und Situationskontext können nach den üblichen Tests Zusammenhänge, sogenannte Korrelationen, überprüft werden oder damit auch bewiesen werden. Im Falle der Erforschung der inneren Bildvorstellung auf Klangsituationen, die durch bestimmte ausgewählte Musik ausgelöst wird, geht es um die Absicherung der zu untersuchenden Reaktion durch Experimentalverfahren.
Signalgruppen. Die Frage, was etwa die innere Bildvorstellung auslöst, kann durch eine Gruppe beantwortet werden, die im möglichst gleichen Kontext, das sogenannte Setting, zur inneren Bildvorstellung oder die entsprechende Musik angeregt wird. Dieses Setting wird möglichst reizarm aufgebaut. Ein Tisch mit Stuhl in einem bilderlosen, normüblichen Raum, in dem eine kleine Stereoanlage zur Musikwiedergabe steht. Auf dem Tisch liegt ein Blatt Papier, auf dem geschrieben steht: Sehr geehrter Teilnehmer der psychologischen Untersuchung, versuchen Sie bitte einen Moment zu entspannen und überlassen Sie sich den inneren Bildern, Ihren inneren Bildern. Schließen Sie vielleicht die Augen oder erinnern Sie sich an Momente, in denen Sie Tagträume erlebten oder erleben. Schreiben Sie bitte schriftlich Ihre inneren Bilder möglichst genau auf diesem Papier. Ihre Aufzeichnungen werden anonym ausgewertet. Ziel der Untersuchung ist der Vergleich der Aufzeichnung im Inneren, der inneren Bilder bei Personen aus visuell-künstlerischen Berufen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. In diesem Untersuchungsraum wird nur der Versuchsleiter anwesend sein, um bei der Gruppe mit der Musik die CD zu starten. Danach verlässt der Versuchsleiter den Raum und überlässt der Versuchsperson den Raum für eine ungefähre Zeit von 5 bis 10 Minuten. Mit Eintreten der Versuchsleiter in den Raum ist der Versuch beendet. Die Interaktion zwischen Versuchsleiter und Versuchsperson soll möglichst gering ausfallen, da sich sonst Störvariablen ergeben könnten. Der Versuch soll mit den Versuchspersonen einzeln durchgeführt werden. In der Gruppe mit Musikwiedergabe wird ein Stück ausgewählt, welches 3 Minuten dauert und emotional im traurigen Anführungszeichenbereich angesiedelt ist. Hierzu wird das Stück Trauermusik von Ketong, also von mir, aus dem Jahre 2003 ausgewählt. Das beschreibt eben diese Emotionalität, zumindest ist das meine Eingruppierung. Da der Versuchsleiter der Komponist dieser Musik ist und diese vom Charakter aus traurig beschreibt, kann diese Einteilung als subjektiv gesichert gelten. Im Zuge der Untersuchung wird diese persönliche Erfahrung auf intersubjektive Weise oder auf intersubjektiver Ebene überprüft. Meine Verdachtshypothese lautet, dass sich durch die Wiedergabe der Trauermusik eine Beeinflussung der inneren Bildvorstellung beschreiben und eventuell quantifizieren lässt. Streng methodisch gesprochen soll das Setting nach folgender Struktur aufgebaut sein. Unabhängige Variable, Setting mit und ohne Musik. Abhängige Variable, die innere Bildvorstellung. Die Zusammensetzung der Experimentalkontrollgruppe erfolgt randomisierend. Mindestanzahl der Versuchspersonen 40, 20 in der Experimentalgruppe, 20 in der Kontrollgruppe. Die Methodik im qualitativen Ansatz folgt durch die Auswertung der Beschreibung der inneren Bildvorstellung mit Hilfe der Clusteranalyse. Hierbei werden Metakategorien gebildet, die jeweils höhere geordnete Versuchsvergleichsbegriffe bilden. Auf diese gebildeten Metakategorien, die in metrische Anordnung neu zu untersuchen sind, werden quantitative Überprüfungen wie Korrelations- und Häufigkeitsverteilungen angewandt. Die jeweilige Ableitung aus dem Ereignis kann wiederum für neu zu errechnende Studien gelten. Trotz eines streng methodischen Ansatzes soll hier der prozessuale Forschergedanke im Vordergrund stehen, gleichsam eine Erstellung eines Kunstwerks im informellen Sinne. Quantitative und qualitative Methodik soll als Auswertungshilfe dienen, mehr nicht. Das Thema der inneren Bilder, die Literatur spricht, von Vorstellungsbildern wohl schon recht ausgiebig behandelt. So kann man in wissenschaftlicher Lektüre zum Fachbereich Wahrnehmungspsychologie einiges über den Bereich der Introspektion der inneren Bildwahrnehmung finden. Es werden Experimente dargestellt, die die psychische Welt mit der Vorstellung des Physischen vergleichen. Das wesentliche Bindeglied zwischen der äußeren und inneren Bereich stellt das Gedächtnis dar. Durch das gespeicherte Wissen über einen gelernten visuellen erfassbaren Gegenstand bildet sich ein transformiertes Gedächtnisfoto des Objekts. Die Unterscheidung des Gedächtnisfotos hinsichtlich seiner Farbe, Form, seiner Genauigkeit im Detail und in der Beleuchtung usw. als mögliche zu untersuchende Parameter zum realen Gegenstand ist und war eine der Hauptbeschäftigungsfelder der Wahrnehmungsforschung der Vorstellungsbilder. Die Auswahl der Versuchspersonen aus dem Bereich der visuell-künstlerischen Berufe hat mit dem angenommen hohen hohen Ausprägung der Fantasie und der damit einhergehenden inneren Bildvorstellung der inneren Vorstellungskraft zu tun. Ein Kunstmaler, Bildhauer oder Grafiker hat in der Regel seine Bildwelt während des Kunststudiums entwickelt. Wie der Pianist erst durch den Gesang zu seiner Musik findet und diese mittels Hände und Technik am Instrument umsetzt, arbeitet der Kunststudent mehr oder weniger bewusst an seiner individuellen Bildwelt, die er dann je nach Medium umzusetzen versucht. Die Technik ist im Falle des jeweiligen Mediums der inneren Bildvorstellung nachgeordnet. Ich komme abschließend zum Versuch einer Zusammenfassung. Mit dieser schriftlichen Arbeit habe ich versucht, darzulegen, wie mein Denken und mein künstlerisches Schaffen strukturiert, nicht strukturiert ist. Mit sprachlichen Mitteln, sich dem nichtsprachlichen Bereich von bildender Kunst und Musik anzunähern, gehe ich eine Annäherung an ein Experiment ein, welches die Grenzziehung der subjektiven Sichtweise gegenüber den allgemeinen Normen der Konventionen beschreibt. Durch Beispiele aus Modellen der Wissenschaftstheorie und Statistik habe ich zu explizieren versucht, wie ich die zu starre Denkweise und Strukturbildung im menschlichen Zusammenleben und politischen empfinde. Mein Ansatz zu einer organischen Sichtweise sollte zu einem Nachdenken über die Begrifflichkeit der Einteilung der Sach- und Wesensbezüge oder Bezeichnung von belebten und unbelebten Dingen anregen. Das Reflektieren über das vorhandene Tradierte könnte meiner Meinung nach zu einem differenzierten Weltbild nachtragen, welches im Speziellen der elektronischen Komposition und der Bildhauerei videohumanisierend wirkt. Die psychologische Theorie zur Wahrnehmungs- und Tiefenpsychologie sind eingespielt
zur Wahrnehmung und der Tiefenpsychologie sind eingestreut worden, um die Frage der praktischen Kunst eingehender zu beleuchten. Gerade am Beispiel der subjektiven Theorie sollte deutlich werden, dass der persönliche Erfahrungshorizont im Studio für elektronische Musik oder im Atelier für bildende Kunst intersubjektive Qualitäten aufweisen kann. Dem zeitgenössischen Bild des Pluralismus entsprechend wurde die geschichtliche Entwicklung aus Wissenschaftstheorie und der Fluxusbewegung nacherzählt. Traumbilder, die jenseits einer geradlinigen Darstellung verlaufen, geben teilweise unkommentiert den Anlass zur aktiven Synthese im Denken des Lesers oder des Rezipienten. Ungeteerte Straßen, schlecht eingezäunte wilde Wiesen und wucherndes Unkraut sind das erträumte Bild einer organischen Struktur, wie sie ihre Ordnung auf dem Niveau findet, welches ihr selbst entspricht. Durch Beispiele aus der Obertontheorie oder der Harmonielehre wurde ein Kosmos an Potenzial eröffnet. Die Beobachtung der Natur, Jenseitsanalyse durch die technische Methode eines Elektronenmikroskops geben Anlass, einem in der Wissenschaftstheorie eher vernachlässigten Instrument Ausdruck zu verleihen, der Intuition. Jenseits der erkenntnistheoretischen Versuche der Annäherung an den Gegenstand der Intuition wurde nicht versucht, rezeptartige Lösungen darzubieten oder anzubieten, sondern die eigene künstlerische Sichtweise durch Analogien in Wissenschaften zu hinterfragen oder Wissenschaftstheorien oder den Versuch dessen. Der Zeitgedanke und die Reflexion wurden mit Theorien über wissenschaftliche und fiktionale Erfahrungswerte der neuen Physik präsentiert, um hier auch aufzuzeigen, wie sich die absoluten Erklärungsmodelle in relative gewandelt haben. Mein synthetisches Empfinden zu Kunst und Musik gründet sich aus der Erfahrungswerte aus über 14 oder jetzt schon mehreren Jahren Arbeit im Studio für elektronische Musik und der Erkenntnis, diese mit meiner Schichtungsmethode hin zu einer Materialität zu führen. Ob dies im physikalischen Sinne funktioniert, ist weniger wichtig als die Tatsache einer Wahrnehmung von verdichteter, geschichteter elektronischer Musik, die den Eindruck einer fassbaren Skulptur ergibt. Man müsste fast sagen Plastik, da die kleinsten musikalischen Bausteine der elektronischen Musik sich im naturhaften Prozess zu neuen Obertonkombinationen verbinden. Die eigentliche Transformation einer scheinbar haptischen Musik ist psychologisch und nähert sich dem chemischen Vorbild von Änderung und dessen relative Zusammensetzung. Ich gebe zu, meine Kunst braucht Grenzen, um diesen Aspekt einer scheinbaren Materialwertung der Musik erfahrbar zu machen. Diese Grenze ist der Raum, die Schalldruckkammer als Beispiel, welche als kulturaler Filter, Kompressor und Begrenzer funktioniert. Der Schalldruck, meine dafür komponierte elektronische Musik, muss sich innerhalb der Skulptur ausbreiten und diese von ihrer bauchigen, hohlen Räumlichkeit und von dieser in ihrer bauchigen und hohen Räumlichkeit begrenzt werden, damit die Skulptur ihre eigene Resonanz entdeckt und somit als Gesamtheit zum Schwingen gebracht wird, was den Eindruck einer fast fassbaren Musik verstärkt. Ich sehe darin eine Weiterentwicklung der experimentell elektronischen Musik innerhalb der bildenden Kunst, die im Zeitalter des Pluralismus die durch geschichtliche Tradition entwickelten fachlichen Grenzen kaum mehr nötig macht. Natürlich muss dieser Syntheseversuch auf fundierter Basis stehen, die den einzelnen Disziplinen daher von ihrer Geschichte entsprechend näher kommt oder diese entsprechend würdig. Das heißt, das Geschichtsbewusstsein für das jeweilige Fach muss vorhanden sein. Also eben, ein Maler muss kennen, was die alte Malerei zustande bracht, wie viele tausend Jahre Dinge, Vergangenheit, ihre Opfer fordern, um das jetzt in dieser Form zu präsentieren. Bisherige Versuche im Bereich der Klangkunst und der experimentellen Musik im Verbund mit der bildenden Kunst sind oft als mangelhaft zu ersehen und erzeugen eher den Eindruck einer unterhaltenen Artistik statt einer wirklichen Annäherung an die Gemeinschaftlichkeit oder Gegensätze beider Fachgebiete. Die formalen Aspekte der Skulptur wurden durch die relative Betrachtung einer organischen Mathematik versucht darzulegen, wobei am Beispiel einer ungenügenden Integralisierung das Bild einer Linie erzeugt würde, welche sinnbildlich für die Ungenauigkeit einer Wiedergabe von Informationen stehen. Dieser Eindruck wurde am Beispiel der statistischen Mittelwertbildung analogisiert. Das Denken zu den Gebieten der bildenden Kunst und Musik braucht Personen, die es gelernt haben, interdisziplinär zu arbeiten, denn nur diesem Personenkreis kann es gegeben sein, die Entwicklung von bisherigen und zukünftigen voranzutreiben.